Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung Physik im Theater. Auch wenn es schwierig war, hierher zu finden heute für den einen oder anderen, es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin Matthias Neubert, der Direktor des Mainzer Instituts für Theoretische Physik, das diese Vortragsreihe veranstaltet. Und möchte einige besondere Gäste begrüßen. Zunächst mal Dr. Kuchta vom Ministerium für Bildung, Weiterbildung, Forschung und Kultur. Es sind einige Gäste hier vom Physikalischen Verein Frankfurt. Seien Sie uns herzlich gegrüßt. Sebastian Kohler von der CBS Köln, extra den weiten Weg nach Mainz gefunden. Wir haben Gäste aus Siegen hier heute, die ich herzlich begrüße. Und ich grüße den Rotary Club Mainz-Rhein-Hessen, der auch kräftig hier vorne vertreten ist. Das Mainzer Institut für Theoretische Physik ist eine Einrichtung des Exzellenzclusters PRISMA an der Johannes-Gutenberg-Universität. Es gibt eine wichtige Neuigkeit, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte in diesem Zusammenhang. Vor genau 8 Tagen, am 17. Juni, hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz einen Forschungsbau für das Zentrum für Fundamentale Physik auf dem Campus der Johannes-Gutenberg-Universität bewilligt. Das ist ein großer neuer Bau, in dem dieser Exzellenzcluster sich entfalten wird und in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelt wird. Und ich möchte an dieser Stelle Herrn Dr. Kuchta nochmal ganz herzlich für die großartige Unterstützung danken unseres Ministeriums. Die sind nämlich die Antragsteller auf Forschungsbauten und müssen dann auch die Hälfte der Kosten tragen. Dafür bedanken wir uns herzlich. In der Reihe Physik im Theater möchten wir Ihnen in 4 Vorträgen in Gegenwart die faszinierende Welt der kleinsten Teilchen und der größten Strukturen im Universum näher bringen. Viele von Ihnen sind nicht zum ersten Mal hier und Sie wissen in etwa, was Sie erwartet. Aber es gibt immer wieder Überraschungen. Der heutige Vortrag zum Thema Rosetta, wie wir auf einem Kometen landeten, beschreibt ein schier unglaubliches Abenteuer in der modernen Raumfahrt. Das hatten wir nicht vor. Es tut mir leid. Das ist aber äußerst wichtig. Ich würde Ihnen das gern kurz nahebringen, wenn ich kurz diese Veranstaltung stören darf. Ich bin Salo, ein Bewohner vom Planeten Tralfamadore. Das chronosynklastische Infundibulum, die beste Erklärung dafür, steht in Dr. Cyril Halls Konversationslexikon für Kinder von Wundern und Sachen zum Selbermachen und geht so. Hi ho, here we go. Stell dir vor, dass dein Vati der klügste Mann auf der ganzen Erde ist und immer beweisen kann, warum er recht hat. Und stell dir vor, dass es noch ein anderes Kind auf einer anderen schönen Erde, am anderen Ende des Universums gibt, dessen Vati genauso klug ist und auch immer recht hat. Wenn sich nun beide Vatis treffen würden, dann wären sie allerdings nie einer Meinung und hätten immer Streit. Und das liegt nicht daran, dass dein Vati recht hat und der andere nicht. Das Universum ist ein riesiger Ort mit viel Platz für Leute, die immer recht haben und trotzdem nie einer Meinung sind. Es gibt jedoch Stellen im Universum, wo alle Vatis und alle Arten von Wahrheiten zusammenpassen wie die Teile einer Uhr. Wir nennen so eine Stelle chronosynklastisches Infundibulum. Chrono heißt Zeit. Synklastisch heißt nach jeder Richtung gleich gekrümmt wie die Schale einer Orange und ein Infundibulum ist ein Trichter. Winston Niles Rumford flog vor 7 Jahren mit seinem Hund Kasak in einem privaten Raumschiff direkt in ein chronosynklastisches Infundibulum. Er tat dies ganz bewusst, aus reiner Tollkühnheit und Abenteuerlust. Und seither führen Herr und Hund eine wellenförmige Existenz. Ihr Dasein ist ein Überallsein, in der Zeit ebenso wie im Raum. Die Zeit erlebt Mr. Rumford als eine Gleichzeitigkeit von allem, was jemals war, ist und sein wird. Und was bedeutet das alles für den angeblich freien Willen des Menschen? Das weiß Gott allein, wenn es Gott denn gibt, was zumindest Mr. Rumford entschieden verneint. Ich bin also Salo, ein Bewohner vom Planeten Tralfamadore und Mr. Rumford habe ich auf dem Titan kennengelernt.
dessen Umlaufbahn sich gegenwärtig in fast vollständiger Kongruenz zu der Welle befindet, zu der er geworden ist. Und deswegen existiert Mr. Rumford auf dem Titan dauerhaft. Und dort verbringt er seine Zeit damit, seinen anderen Identitäten auf den umliegenden Himmelskörpern zuzuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen um 19.30 Uhr genau wieder in diesem Saal erscheinen und noch mehr hören von Salo und Winston Niles Rumford. Vielen Dank. Am 2. März 2004 wurde die Raumsonde Rosetta in die Tiefen des Weltraums geschickt, um eines fernen Tages auf einem Kometen zu landen. Nach fast 10-jähriger Reise erwachte Rosetta am 20. Januar des letzten Jahres aus dem Tiefschlaf und meldete sich im Kontrollzentrum der ESA. Am 12. November 2014 war es dann soweit. Dem Lander Philae gelang die Landung auf dem Kometen 67P, einem 3x5 Kilometer großen Objekt, das sich alle 12,5 Stunden um seine Achse dreht und das in knapp 6,5 Jahren auf einer elliptischen Bahn um die Sonne läuft. Dabei ist der nächste Abstand zur Sonne 186 Millionen Kilometer und der weiteste Abstand 857 Millionen Kilometer. Das ist also ziemlich weit weg von der Sonne und es dauert lange, dorthin zu fliegen. Diese Landung war ein Rendezvous der Superlative. Die faszinierenden Live-Bilder der Landung, die um die Welt gingen, erinnerten mich an die erste Mondlandung am 21. Juli 1969, die ich als kleiner Junge am Fernseher verfolgen durfte. Man muss sich bewusst machen, wie gering die Gravitation, die Schwerkraft auf diesem winzigen Himmelskörper ist, auf dem Rosetta gelandet ist, um zu verstehen, welche technischen Herausforderungen bei dieser Mission bewältigt werden mussten. Neben der faszinierenden Technik bietet die Rosetta-Mission völlig neuartige Möglichkeiten für die Wissenschaft und das genau ist das Thema des heutigen Vortrags. Meine Kinder sind besonders von der Tatsache beeindruckt, dass Philae einen eigenen Twitter-Account hat, auf dem sie fleißig postet und sie hat tatsächlich 440.000 Follower. Am 14. November kam der erste Post: Thank you, ESA, Rosetta, I did it. I became the first spacecraft to land on a comet and study it. But it's not over yet. Hashtag comet landing. Am gleichen Tag, I'll tell you more about my new home, comet 67P, soon. Zzz. Doch dann fiel Philae in einen tiefen Schlaf, da ihre Energiezellen sie nicht mit genügend Strom versorgen konnten. Glücklicherweise näherte sich Komet 67P in den letzten Monaten immer weiter der Sonne. Der kürzeste Abstand wird am 15. August erreicht. Und dann vor wenigen Tagen, am 14. Juli, gab es den nächsten Tweet. Hello Earth, can you hear me? Hashtag wake up Philae. Hello Rosetta, I'm awake. How long have I been asleep? Rosetta antwortete, wow Rosetta, that's a long time. Time for me to get back to work. Hashtag life on a comet. Life on 67P is good. About 3 hours of sunlight a day and feeling energized. I've sent data back to Earth and now my team, the best of the best, is hard at work. Thank you at Deutsche Luftfahrt. Thank you ESA. Hashtag life on a comet. Und das können Sie tatsächlich alles verfolgen. Diese Tweets gehen täglich ein. Und Sie können so genau verfolgen, wie es Philae auf diesem Kometen zurzeit geht. Unser Referent heute Abend ist Paolo Ferri. Paolo Ferri hat Physik an der Universität Pavia in Italien studiert, dort auch promoviert und theoretische Physik, so wie sich das gehört für einen anständigen Wissenschaftler. Er ist dann 1984 in die ESA eingetreten, zunächst als Wissenschaftler im Projekt EXOSAT. Dort ist er dann aufgestiegen, er war ab 86 Ingenieur in der Eureka-Mission, ab 93 bis 97 Leiter der Mission Cluster, ab 1996 bis 2006 Leiter der Rosetta-Mission, über die er uns heute berichten wird, und ab 2006 ist er dann sogar Leiter der Abteilung für Solare und Planetarische Missionen,
Dabei ist er verantwortlich für die Vorbereitung und die Durchführungen aller Raummissionen, wie zum Beispiel Rosetta, aber auch der Mars und der Venus Express, der Solar Orbiter und viele weitere mehr. Und auch dazu dürfen Sie ihn später selbstverständlich Fragen stellen. Seit 2013 ist er Hauptbereichsleiter für den Missionbetrieb der ESA für alle unbemannten Missionen. Das sind zurzeit 14 aktive Satellitenmissionen und mehr als 20 geplante Missionen, die in der Vorbereitungsphase sind. Dr. Ferry hat insgesamt 18 Jahre an Rosetta gearbeitet und dieses Projekt geführt. Er hatte also einen Gutteil seines Lebens dieser Mission gewidmet. Lassen Sie mich noch ein Wort anmerken zum Namen Rosetta. Der Stein von Rosetta ist eine als Fragment erhaltene steinerne Stele mit einem in drei Schriften eingemeißelten Priesterdekret mit Hieroglyphen, demotisch und altgriechisch. Die dreisprachige Inschrift stammt aus dem Jahr 196 vor Christus und ehrt den ägyptischen König Ptolemaios V. Und dieser Rosetta-Stein ist wichtig, weil er trug maßgeblich zur Übersetzung der ägyptischen Hieroglyphen bei. Man hat also praktisch ein Wörterbuch gehabt, das Hieroglyphen gleichzeitig in zwei andere Sprachen übersetzte. Der Stein existiert noch und befindet sich im Britischen Museum in London. Das soll genügen als Einführung. Es ist eine bewährte Tradition von Physik im Theater, dass Sie am Ende des Vortrags reichlich Gelegenheit haben, Dr. Ferry Fragen zu stellen. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Er wird diese Fragen sehr gerne beantworten. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend über die Rosetta-Mission, wie wir auf einen Kometen landeten. Heißen Sie mit mir willkommen, Dr. Paolo Ferry. Und guten Abend auch von mir. Ich erzähle heute Abend von einer langen Reise in Zeit und Raum. Eine Reise, die eigentlich weit weg von der Erde stattgefunden hat, aber nicht weit weg von hier kontrolliert wurde. Unsere Arbeit ist, diese Sonde zu steuern, und darüber werde ich berichten. Es ist fast ein Abenteuer. Niemand war je zu einem Kometen geflogen, und Sie werden sehen, was für Neuigkeiten aus Darmstadt gibt in Raumfahrt. Ich werde weniger über Kometenwissenschaft reden. Unsere Arbeit ist, die Wissenschaftler oder ihre Instrumente zu den Kometen zu bringen oder zu den Planeten, zu ihren Zielen zu bringen. Wir sind die Piloten, wir sind die Entdecker. Die wissenschaftliche Arbeit machen unsere Kollegen der Wissenschaft, obwohl natürlich wir ständig mit ihnen in Verbindung sind, um das Beste aus dieser Mission zu kriegen. Aber natürlich muss ich über Kometen reden. Wir haben diese Mission konzipiert und geflogen, weil wir alles wissen wollten über Kometen. Und praktisch durch die Geschichte der Menschheit, Kometen haben so ausgesehen. Die Leute haben so einen Streifen im Himmel gesehen, der ist Wochen oder Monate geblieben, sehr langsam im Vergleich zu den Sternen hat sich bewegt. Niemand wusste, was das war. Und natürlich haben die Leute immer interpretiert. Zum Beispiel aus diesem Bayeux Tapestry, das wurde für den Kampf in Hastings, also vor 1000 Jahren gemacht. Und da sehen Sie in einer Ecke der Komet Halley. Einige Leute sagten, ja, das bringt Glück oder das bringt Pech. Ich glaube, vielleicht die Gewinner von diesem Kampf dachten, das wäre Glück. Aber insgesamt, Kometen haben immer die Menschheit ein bisschen so erschrocken. Und es war auch richtig so. Wir wissen heute, dass Kometen eigentlich auf die Erde einschlagen können. Kometen oder Asteroiden sind Familien von kleinen Körpern. Wir reden über, zum Beispiel in dem Fall von Rosetta, ein großer Berg, 4 Kilometer mal 3. Wenn sowas auf die Erde einschlägt, das kann die Geschichte der Erde ändern. Vielleicht nicht geologisch, aber sicherlich biologisch. Also wir wissen, dass Kometen durch diese Einschläge, das ist ein Krater in Arizona, von einem ganz kleiner Körper im Vergleich zu einem großen Berg, unsere Geschichte
beeinflusst haben. Es gibt sogar Theorien, die sagen zum Beispiel, wir existieren, weil ein Asteroid oder ein Komet vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier zerstört hat. Und dann konnten langsam die Säugetiere sich entwickeln. Und wir sind da und wir reden über Kometen heute. Also sehr wichtiger Körper. Und wir wissen immer noch sehr wenig über diese Körper, bis vor, also sagen wir jetzt 300 Jahren kam die Ära der Teleskopen und man kann mit einem guten Teleskop auf der Erde sowas fotografieren. Das ist ein Komet, das ist Hale-Bopp übrigens von der 90er Jahre, also ein wunderschöner Komet. Aber was man hier sieht, ist immer noch diese lange Schweif, in Ionen- und Staubschweif, Millionen Kilometer lang. Wir können nicht aus der Erde sehen, was hier als Ursprung von diesem Schweif ist. Dieser kleine, oder dieser Berg, worüber ich rede, ist ein kleiner Punkt hier in der Mitte, total unsichtbar aus der Erde. Also wir mussten noch den nächsten Schritt machen. Und dieser Schritt kam, also zuerst will ich ein bisschen sagen über die Theorien über die Kometen. Man denkt, dass Kometen, was die Materie sind, das übrig geblieben ist, als die Planeten und die Sonne sich geformt haben. Also es sind sehr, sehr alte Stücke von Anfang des Sonnensystems. Von ihren Umlaufbahnen kann man kalkulieren, dass die aus zwei verschiedene Gebiete kommen. Ein Gebiet heißt Kuiperbelt oder Kuipergürtel, ungefähr zwischen 50 und 100 Mal die Entfernung der Erde zur Sonne, also ganz weit weg, wo auch der Planet Pluto sich befindet. Also ein Gürtel, wo viele von diesen kleinen Objekten, wir reden über Hunderte von Millionen von diesen Objekten, da draußen sind. Die sind sehr, sehr kalt da draußen, die sind immer noch in dem Zustand, die sie hatten vor 4,5 Milliarden Jahren, als das Sonnensystem sich geformt hat. Es gibt auch ein anderes Reservoir, also übrigens diese Objekte, einige, die größten von diesen Objekten, wurden schon von der Erde beobachtet, jetzt in den letzten 20 Jahren. Es gibt noch ein Reservoir, viel weiter weg, ich rede über interstellare Entfernungen, also ein Lichtjahr. Das heißt, der Ort klar, das kann man nicht sehen, aber es von den Umlaufbahnen der Kometen, die eine sehr lange Periode haben, über Millionen Jahren, kann man berechnen, dass da draußen noch eine große Zahl von diesen kleinen Objekten steht, um die Sonne. So, was haben wir gemacht in den letzten 30 Jahren? Wir haben versucht, als die Space Era kam, einige Sonden vorbei an Kometen fliegen zu lassen. Also ein Vorbeiflug ist relativ einfach in Raumfahrt. Man schießt zum richtigen Punkt und man trifft nicht den Kometen, aber man fliegt sehr, sehr schnell und sehr kurz vorbei an den Kometen. Und das haben wir gemacht in den 80er Jahren. Übrigens Giotto, eine Sonde auch aus Darmstadt gesteuert, hat die ersten Bilder von einem Kometenkern gemacht. Das war der Vorbeiflug in einer relativen Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Sekunde. Also es ging sehr, sehr schnell. Sie sehen hier die Bilder, also fast in einem Film, und Sie sehen auch, um zu zeigen, dass wir damals überhaupt keine Ahnung hatten von diesen Objekten, die Kamera hat immer diese helle Flecke gezeigt. Ja? Alle Wissenschaftler damals dachten, ja, der Kern von einem Kometen, des Nukleus, muss sehr, sehr hell sein, also wie ein Schneeball. Im Gegenteil, wir haben damals entdeckt, das Ding ist extrem schwarz, pechschwarz. Es reflektiert durchschnittlich 5% des Lichtes der Sonne. Also die Kamera hat diese Gasexplosion auf der Oberfläche fotografiert und Gott sei Dank natürlich im Sichtfeld war der Rest des Nukleus. Damit jetzt wissen wir, ein Kometenkern ist schwarz. Es kamen noch einige Missionen, nicht viele. Das sind die anderen Kometenkerne, die fotografiert wurden inzwischen von 2001, 2004, 2005 und 2010. Und das ist alles, was wir wissen.
Und diese wurden auch im Vorbeiflug fotografiert. Das heißt, die Sonden sind vielleicht eine Stunde, zwei Stunden in der Nähe, das heißt zwischen tausend, also hunderte bis tausende von Kilometern Entfernung geblieben und dann schon vorbei. Also mit diesen Missionen konnte man sehr, sehr wenig lernen, aber mindestens hatte man einen Schritt voraus gemacht. Man wusste, wie ein Nukleus aussieht. Und ein Modell zeigt ein Nukleus so, also die Bewegung ist jetzt beschleunigt, die bewegen sich Gott sei Dank nicht so schnell, aber im Prinzip, dieser schwarze Berg dreht sich über ein oder mehrere Achsen vielleicht, und wenn die Sonne scheint auf die Oberfläche und wenn dieser Berg auf die Sonne sich nähert, dann das Eis, das unter der Oberfläche ist, wird erhitzt und explodiert wie ein Geyser. Oder auch langsam manchmal wie ein Sublimationsprozess. Und dieser Gas bringt auch viel Staub mit und das formt den Schweif. Also das ist ein Modell von Hale-Bopp und das wollten wir erreichen. Mit Rosetta war der neue Schritt. Alle reden von der Landung. Ne? Die Landung war natürlich sehr spektakulär, aber der richtige große Schritt war ein Rendezvous. Rendezvous im Weltraum heißt, man erreicht einen anderen Körper oder sogar ein anderes Raumschiff und man bleibt in der Nähe. Praktisch, man fliegt in Formation wie zwei Flugzeuge, man fliegt sehr schnell um die Sonne, um die Erde, aber man bleibt in der Nähe von diesem Körper. Das heißt, man muss praktisch genau dieselbe Umlaufbahn haben wie das Ziel. Und das war das Schwierigste, das war, was jetzt bis jetzt noch niemand gemacht hatte, und das war auch der Grund, warum es so lange gedauert hat. Ich werde es Ihnen heute Abend erklären. Also Rendezvous war der große Schritt voraus von Rosetta. Wir konnten und wir werden 2 Jahre lang in der Nähe des Objekts sein, nicht 2 Stunden. Und das ist ein großer Fortschritt. Man kann den Kometenkern über seine Reise um die Sonne begleiten. Und man kann sehen, wie sich der Kometenkern entwickelt, die Aktivität, die Oberfläche verformt sich. Also das gibt uns eine enorme Menge von Informationen. Und im Moment, wie ich jetzt spreche, sammelt Rosetta alle diese Daten und die tut das seit August. Ja, es ist fast ein Jahr, wir sind da und das ist wirklich unser großer Erfolg. So, das war die Reise, ich werde es auch später erklären, aber das ist der Rosetta-Stein, das schon vorher erwähnt wurde. Sehr wichtig, ein paar Worte über die Reise, was vor uns stand 1996, als wir, eine kleine Gruppe in Darmstadt, diesen Auftrag bekommen haben. Ja, jemand baut jetzt den Satelliten, wir haben das nicht gebaut, das war die europäische Industrie, aber ihr müsst das zum Kometen bringen und ein Rendezvous machen und sogar auf den Kometen landen. Der Start war im März 2004, wir hatten 21 Tage Fenster, sonst hätten wir den Kometen, also diese Umlaufbahn, verpasst. Eine 10 Jahre Reise, auch relativ neu für eine interplanetare Mission, über 7 Milliarden Kilometer. Wir brauchten 4 Gravitationsmanöver, ich werde die später erklären, und wir wären auch zweimal vorbeigeflogen an Asteroiden als sekundäre wissenschaftliche Ziel. Wir sollten 800 Millionen Kilometer Entfernung von der Sonne erreichen. Das war auch eine große Herausforderung, weil wir mit Solarzellen geflogen sind. Und damals das Rekord Entfernung von der Sonne mit Solarzellen lag bei ungefähr 200 Millionen Kilometer. Wir mussten das 4-mal, also vervielfachen. 1 Milliarde Kilometer von der Erde. Und das war auch eine große, große Herausforderung für uns. Wir bleiben in Darmstadt, wir bleiben auf der Oberfläche der Erde und wir müssen ständig mit dieser Sonde kommunizieren, wir müssen der Sonde sagen, was sie zu tun hat und dann natürlich die Daten runterkommen. Über diese Milliarden Kilometer, es ist nicht ganz einfach. Okay, Rendezvous und Landen natürlich. Und was wussten wir über unser Ziel? Das,
Ja, das waren die ersten Bilder, als der Komet entdeckt wurde von diesen Wissenschaftlern, Klim Churyumov und Svetlana Gerasimenko in den 60er Jahren. Aber im Jahr 2000, 2003 hatten wir so ein Bild. Ich muss noch erklären, das ist nicht das Nukleus, das ist nur die Helligkeit des Kometenkerns. Wir sehen das Nukleus aus der Erde nicht. Also das war alles, was wir wussten über diesen Kometen. Natürlich gab es Modelle. Wir hatten ungefähr eine Ahnung von der Größe. Wir wussten, dass es ungefähr 4, 5, 6 Kilometer groß wäre, nicht 60. Wir wussten ungefähr die, wie die Schwerkraft auf der Oberfläche war. Es war wichtig für unsere Kollegen in Köln, die den Länder gebaut haben, um mindestens was ein Range von Parametern zu haben, um diesen Länder zu bauen. Aber niemand wusste mehr über dieses Ziel und wir mussten trotzdem dahin fliegen. Das ist eine Reihe von Herausforderungen, die wir hatten. Und damals, 96, wir waren wirklich 3-4 Leute und wir haben diese Liste hergestellt. Es ist auf Englisch, aber es ist unwichtig. Was wichtig hier ist, dass wir Erfahrung hatten, nur in diesem Bereich. Eine gute Erfahrung. ESOC hat seit den 60er Jahren viele Satelliten geflogen und ja, da hatten wir überhaupt kein Problem. Mission Control, Autonomie, Operationen, Flugdynamik, Bodenstation, kein Problem. Aber da kam schon ein Bereich, gelb, wo wir entweder begrenzte oder überhaupt keine Erfahrung hatten in ESOC. Swing-by, also diese Gravitationsmanöver. Flugdynamik schon, aber im Tiefen des Alles, also sehr weit weg von der Erde. Operationen in interplanetarischen Missionen. Tief, also große Entfernungen, Communications, also ja, Radiokontakte. Und die Länge der Mission. Ein Vorbeiflug bei Asteroiden. Alles hatten wir entweder keine Ahnung oder begrenzte Erfahrung. Aber da gab es auf der Erde andere Leute, die das schon gemacht hatten. Und wir sind in den ersten Jahren dahin gegangen. Das sind die NASA-Leute in JPL, Jet Propulsion Lab in Kalifornien. Sie haben eine große Erfahrung in diesem Bereich. Und wir konnten von ihnen lernen. Sie haben uns geholfen. Bei Rosetta, NASA hat eine kleine Rolle gespielt, aber sehr, sehr wichtig. Und ein Kontribut war das. Aber sehen Sie hier im roten Bereich, hier Tiefschlaf, Hibernation, ein Rendezvous mit einem kleinen Objekt, optische Navigation, Modellen von einem Komet, von einem Kometennukleus und eine Umlaufbahn um einen kleinen Objekt wie ein Komet und natürlich die Landung. Wir hatten keine Ahnung und zwar niemand auf der Erde, der das gemacht hatte. Und wir mussten das in ein paar Jahren irgendwie herausfinden, wie man das macht. Die Sonde sah damals so aus, noch bei den ersten Tests, nicht so besonders schön, ein großer Schachtel, 2x2,5, 2x3 Meter, die große Antenne 2,2 Meter für die Kommunikation zur Erde über diese großen Entfernungen, ein Gewicht von 3 Tonnen, bisschen über 3 Tonnen, davon mehr als die Hälfte Treibstoff. Also sehr, sehr wichtig. Jetzt, heute, wiegt Rosetta die Hälfte, weil der Treibstoff ist schon fast alle. Und diese 64 Quadratmeter Solarzellen, ich habe schon erwähnt, wir mussten so weit weg von der Sonne fliegen, dass wir diese großen Solarzellen brauchen. Ich glaube, ich habe ein Bild hier, ja. Und Sie sehen, sind enorm. Größer konnten wir die nicht bauen, aus verschiedenen Gründen. Und wir brauchten die für diese Entfernung, aber die reichten nicht. Und deswegen dieser Tiefschlaf, es wurde schon erwähnt, ich werde Ihnen erzählen, was das ist. Und auch interessant ist, wir hatten einen Passagier, der Philae. Philae ist dieses Ding hier, ungefähr so groß wie eine Waschmaschine, ja, eine sehr teure Waschmaschine, viel Technik drin. 100 Kilo Gewicht auf die Erde, auf den Kometen wiegt im Moment 1 Gramm, ja, also die Schwerkraft da ist nicht so stark. Und Philae ist geflogen auf unserer Rückseite, das ist die Seite,
die wir nie zur Sonne gezeigt haben, aus verschiedenen Gründen. Also die kalte Seite von Rosetta. Ja, das war Rosetta in einem thermalen Test schon in einem besseren Zustand, wie im Vergleich zum früheren Bild, mit seinem Insulator hier und alle Instrumente montiert und mit vielen. So, und wir hatten natürlich wissenschaftliche Instrumente an Bord, die sind auch hier gelistet auf Englisch. Es ist auch unwichtig, über diese Liste zu gehen, aber sehr wichtig, wir haben viele Instrumente an Bord von Rosetta, aber der Lander hat auch seine Instrumente natürlich. Und die zwei kommunizieren. So, an Bord haben wir natürlich Kameras für Bilder, also optisch, UV, Infrarot und auch im Mikrowellenbereich. Wir können Spektrometrie unternehmen, wir können Gas und Staub analysieren und auch die Struktur des Staubs. Also wir haben Mikroskope an Bord und wir können morphologisch den Staub auch analysieren. Das ist der Vorteil, um einen Kometen zu fliegen. Der Komet wirft die Materie zu uns. Im Prinzip brauchen wir nicht zu landen. Der Komet kommt zu uns. Kommt Staub, kommt Gas, kommt alles Mögliche und wir wissen, dann mit unseren Instrumenten können wir das tun. Von der Ferne, von ein paar Kilometer entfernt. Natürlich ist es auch interessant zu landen und der Lander hatte natürlich auch viele Kameras und er konnte auch Gas und Staub analysieren und er hat auch Experimente, um zum Beispiel Seismologie zu machen und auch die Temperatur der Oberfläche zu messen und sogar ein Bohrer, der Stücke von ein paar Zentimeter unter die Oberfläche zu holen und zu analysieren. Also ein ganz komplexes Instrument. Auch interessant, die beiden haben über Radiowellen kommuniziert, nicht nur Radiowellen, die Daten gebracht haben, das war natürlich notwendig. Viele kann nicht direkt mit der Erde kommunizieren. Der schickt Radiowellen zu Rosetta und dann Rosetta speichert die Daten und dann leitet die weiter zur Erde. Aber dieses Experiment war eine Tomographie. Also man kann Wellen durch den Nukleus schicken und durch die Reflexionen und die Analyse von diesen Wellen kann man die Struktur, die innere Struktur des Nukleus rauskriegen. Also das war auch ein wichtiges Instrument. So, das sind die Instrumente, das sind unsere wissenschaftliche Instrumente, das ist der Grund, warum wir dahin geflogen sind. Und am Ende braucht man auch ein Bodensegment. Alle Missionen brauchen, es reicht nicht, ein Satellit ins All zu schicken. Man braucht am Boden Antennen, man braucht ein Kontrollzentrum, das ist das Hauptkontrollraum in Darmstadt, um mit den Satelliten ständig oder regelmäßig zu kommunizieren. Informationen runterzukriegen, die wissenschaftlichen Informationen zu kriegen, aber auch Kommandos und Instruktionen zu den Satelliten zu schicken. Das braucht man für jede Mission. Für eine interplanetare Mission, die so weit weg von der Erde fliegt, braucht man sehr große Antennen. Und die ESA hatte beim Start nur eine davon, 35 Meter Durchmesser hier in Australien. Da hat die NASA uns geholfen. Die haben verschiedene große Antennen, bis zu 70 Meter groß. Und inzwischen, während der langen Reise, haben wir zwei weitere Antennen gebaut, in Spanien und in Argentinien. Jetzt sind wir selbstständig, aber am Anfang war die NASA auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch ein Kontrollzentrum in Spanien, die beschäftigen sich mit den wissenschaftlichen Daten und mit der Planung, was sollen die Instrumente tun. Also, die verschiedenen Wissenschaftler, die mit unseren Instrumenten arbeiten, schicken ihre Wünsche Spanien. Spanien versucht, eine koordinierte Sequenz von Operationen zusammenzustellen und dann sagt uns, was wir mit den wissenschaftlichen Instrumenten zu tun haben. So, das ist der Bodensegment. Und jetzt reden wir über die Reise. Und zuerst erkläre ich diese Gravitationsmanöver. Ich habe am Anfang gesagt, die Reise war lang. Wir mussten fünfmal um die Sonne fliegen.
weil unser Ziel war der Rendezvous. Das heißt, wir brauchten für unsere Sonde die gleiche orbitale Energie des Kometen. Und das ist der große Unterschied zu einem Vorbeiflug. Da kommt man nur vorbei, aber in diesem Fall muss man so schnell fliegen wie der Kometenkern um die Sonne. Also genau die gleiche Geschwindigkeit. Und mit unseren Raketen haben wir diese Möglichkeit nicht. Auch die stärkste Rakete, die man hat, kann nicht die Sonde so beschleunigen, wie sie diese Geschwindigkeit erreicht. Also wir brauchen einen kleinen Trick. Und das machen viele interplanetare Missionen. Es ist nicht die Neuigkeit von Rosetta. Wir mussten das viermal tun. So was macht man? Man macht einen Planetvorbeiflug. Man fliegt in der Nähe von einem Planeten. Wenn man zu diesem, in diesem Fall die Erde, wenn man zum Planeten kommt, man hat eine Geschwindigkeit, man verlässt den Planeten mit der gleichen Geschwindigkeit, nur gedreht. Ja? Aber da kriegt man keine Beschleunigung relativ zum Planet. Aber der Planet fliegt um die Sonne mit einer Geschwindigkeit. Und wenn man diese Vektoren addiert, relativ zur Sonne, unsere Geschwindigkeit vor dem Vorbeiflug war diese, nach dem Vorbeiflug war diese. Das heißt, wir haben eine Beschleunigung gekriegt. Das ist normal im interplanetarischen Flug. Nicht, dass es einfach zu tun ist, aber das ist der einzige Weg, den wir haben, um mehr Geschwindigkeit zu gewinnen für unsere Sonde. Also einige von Ihnen werden sich fragen, woher kommt diese Energie? Und die kommt eigentlich aus der orbitalen Energie der Erde. Also im Prinzip haben wir die Erde verlangsamt. Das heißt, wer sich dreimal vorbeigeflogen, das heißt dreimal haben wir das gemacht, wenn Sie das Gefühl haben, dass Jahre länger werden, da hat Rosetta ein bisschen Schuld daran. Ja? Okay, wir reden über natürlich Bruchteilen von Nanosekunden, aber trotzdem, was ist, wir haben ein bisschen Energie der Erde gestohlen. So, das war der Trick. Und jetzt schauen wir uns die Reise. Sie sehen in weiß die Umlaufbahn von Rosetta. Wir sind hier gestartet. Ein Jahr danach waren wir zurück hier, weil wir brauchten Beschleunigung der Erde. So, jetzt sehen Sie, unsere Umlaufbahn entfernt sich ein bisschen mehr von der Sonne. Das heißt, wir haben mehr orbitale Energie. Aber das reichte nicht. Dann brauchten wir jetzt nicht nur zurück zur Erde zu kommen, die Erde war nicht da, aber wir brauchten den Mars, um unsere Bahn zu biegen für einen neuen Treffen mit der Erde. Und da kam die zweite Beschleunigung. Jetzt sind wir auf einer größeren Umlaufbahn hier. Hier kommt der Komet, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen die Geschwindigkeit erreichen. Ja? Und jetzt noch ein Vorbeiflug. Gut, das war der dritte und Sie sehen hier, jetzt haben wir genug Geschwindigkeit, um den Kometen zu erreichen. Aber jetzt kam das große Problem. Ja, wir waren so weit weg von der Sonne, dass wir eigentlich die Sonde ausschalten mussten. Unsere großen Solarzellen waren nicht groß genug. Wir wussten das natürlich. Aber ich hatte gehofft, vielleicht reichen die, vielleicht finden wir eine Lösung. Wir haben die Lösung nicht gefunden. Für 2,5 Jahre hatten wir keinen Kontakt mit der Sonde. Und das war das Schlimmste, dass einem Kontrolleur passieren kann. Kein Kontakt, kein Radiokontakt mit der Sonne, mit unserem Baby. Ja? Okay, dann Januar aufgewacht und dann kam, am Ende hatten wir die gleiche Geschwindigkeit des Kometen und seitdem sind wir praktisch auf der gleichen Umlaufbahn des Kometen um die Sonne. Wir haben das Ziel erreicht, wie ein Navi sagen würde. So, jetzt nur ein paar Bilder von unserer Reise, um zu zeigen, dass wir tatsächlich das gemacht haben. Das sind Bilder, die ersten Bilder von der Erde, das wir 2005 gemacht haben. Das ist sehr, sehr schön, ein Bild von Mars. Das war auch sehr interessant, der erste Vorbeiflug vom Mars, das wir von ESO gesteuert haben. Wir waren ein bisschen nervös und wir mussten in den Schatten von Mars fliegen. Die Sonde war nicht wirklich so vorbereitet. 24 Minuten im Schatten vom Mars und ohne Kontakt. Und das war sehr, sehr kritisch. Übrigens, wir sind auf eine Höhe von 250 Kilometer von der Oberfläche. In hunderte Millionen Kilometer
diesen Punkt ganz genau zu erreichen, war auch eine Herausforderung für unsere Flugdynamiker. Es hat gut geklappt und ich will eure Aufmerksamkeit auf dieses Bild zeigen. Das ist ein Bild, das von vielen gemacht war. Sie haben gesehen auf dem anderen Foto, viele standen auf der Rückseite von Rosetta, also im Schatten. Der hat Kameras und wir haben diese Kameras benutzt, um die Oberfläche von Mars zu fotografieren. Und wir sehen Teile von Rosetta hier. Also heute würden wir das Selfie nennen. Ja, aber damals, 2007, wussten wir nicht, dass wir ein Selfie gemacht haben. So, noch ein Bild von der Erde, es war ein paar Jahre später. Und ich habe das kurz erwähnt, durch diese Reise, diese fünfmal um die Sonne, wir sind zweimal durch den Hauptgürtel von Asteroiden. Das ist ein Gebiet, das zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter ist, um die Sonne. Das sind viele Asteroiden und wir haben diese Möglichkeit genutzt, um ein paar Vorbeiflüge an Asteroiden zu machen. Es waren auch wichtige Tests, aber auch interessant wissenschaftlich. Das war Steins im September 2008 in einer Entfernung von 800 Kilometern. Das ist ungefähr 5 Kilometer groß. Und um diese Vorbeiflug zu steuern, mussten wir eine neue Technik probieren. Das hatten wir noch nicht gemacht. Das heißt optische Navigation. Was heißt das? Wir können mit Radiowellen sehr, sehr genau die Position und Geschwindigkeit von Rosetta bestimmen. Also innerhalb von, zum Beispiel die Geschwindigkeit innerhalb von einem Zehntel von einem Millimeter pro Sekunde. Also sehr, sehr gut. Weil Rosetta ein Sender und ein Empfänger an Bord hat und durch diese Radiowellen können wir das tun. Aber der Asteroid hat kein Transponder oder Sender oder Empfänger an Bord. Das heißt, die Position von Asteroiden können wir nicht so gut, kennen wir nicht so gut. Also wir kennen Position innerhalb von vielleicht 100, 200 Kilometer. Und wenn man in eine Entfernung von 800 Kilometer fliegen will, braucht man was anderes, um die relative Position und Geschwindigkeit zu messen. Also was haben wir gemacht? Mit den Kameras von Rosetta, paar Millionen vor, Kilometer vor der Ankunft, hier steht das nicht, aber diese Bilder wurden ungefähr zwei Wochen vorher gemacht, haben wir Bilder von Asteroiden, der ist im Zentrum von diesem Zirkel, ich vermute, Sie sehen das nicht, aber Sie sehen, dass die normalen Sterne sich bewegen in diesem Film. Das heißt, durch diese Messungen, also die Bewegung, relative Bewegung zwischen den Asteroiden und den Sternen, konnten wir mindestens in zwei Richtungen die Position des Asteroiden relativ zu Rosetta viel besser bestimmen. Und diese Graphen werde ich nicht erklären, aber die zeigen zum Beispiel hier, das war unsere Ungenauigkeit von der Messung ohne Bilder, also nur durch Radiosignale. Mit den Bildern konnte unsere Ungenauigkeit viel kleiner werden. Und dann konnten wir manövrieren, wir haben kleine Düsen-Triebwerke an Bord und wir können die Sonde steuern in die richtige Richtung. Und am Ende waren wir ungefähr 500 Meter weg von dem Ziel. Und das war genau, was wir brauchten. Auch interessant, die Sonde war so programmiert, dass sie beim Vorbeiflug sehr, sehr schnell, man kann die Sonde nicht steuern. Wir sitzen auf der Erde, in dem Fall war die Entfernung ungefähr 300 Millionen Kilometer. Das Licht, also unsere Signale, bei dieser Entfernung braucht eine Viertelstunde zu uns zu kommen. Also Sie können nicht denken, dass wir in ESOC sitzen und steuern die Sonde nicht. Das alles wird vorprogrammiert, wir schicken die Kommandos, die Sonde tut, was wir wollten und dann schickt die Daten. Also als wir das gesehen haben, es war schon passiert, vor 15 Minuten. Und also die Sonde wurde programmiert, um den Asteroiden im Sichtfeld zu halten. Ja? Also man fliegt vorbei, Sie sind der Asteroid, oder Sie, und die Sonde hat sich gedreht, automatisch, ja, sie hat den Asteroid in Sichtfeld gehalten, das heißt, sie musste eine Rotation machen mit diesen Antrieben. Und es ging alles glatt bis in einen bestimmten Punkt, ich weiß nicht, wie weit weg von dem nächsten Punkt, hat die Sonde den Asteroid verloren, also uns gesagt, ja, ich sehe den nicht mehr, ja. Und natürlich war das schon 15 Minuten vorher passiert. Er konnte nichts unternehmen. Es waren 20 Schrecksekunden, bis dann
die Sonde von selbst wieder diese Kontrolle aufgenommen hat, also ein Lock auf den Asteroiden. Was ist passiert? Im Bild, was die Sonde gesehen hatte, und sie hat versucht, diese helle Pixel ins Zentrum zu halten, plötzlich ist da oben was aufgetaucht, und das da oben war Saturn. Saturn natürlich ist nicht in der Nähe, Saturn ist Milliarden Kilometer weit weg, aber er hatte nicht gedacht, dass in dieser Richtung, wenn man mit einem kleinen Teleskop sieht, dahinter ist Saturn. Ja? Also manchmal denkt man, man hat alles kalkuliert, und so eine Kleinigkeit verpasst man, und das hätte vielleicht das ganze Vorbeiflug in den Müllheim gehen lassen. Also es ging glatt am Ende. Und das war übrigens das Ergebnis, diese Bilder, dass wir von Lutetia, das ist ein großer Asteroid, ja, ungefähr 130 Kilometer groß, gemacht haben beim Vorbeiflug. Also sehr erfolgreich. Okay, das war die Reise und dann diese Hibernation, also dieser Tiefschlaf. Ich habe erklärt, wir mussten. Ich habe jahrzehntelang gekämpft dagegen, weil ich dachte, es wäre zu viel Risiko. Für eine so große Mission viel Zeit, viel Geld in so eine Mission investiert. Eine der wichtigsten Missionen der ESA, jetzt würde ich sogar sagen, die wichtigste der letzten 30 Jahre. Und dann schaltet man alles aus, man lässt die Sonde 2,5 Jahre alleine da draußen, in 800 Millionen Kilometer Entfernung. Da draußen ist kalt, da draußen ist nichts. Ja? Also, ja, können Sie sich vorstellen, das war für mich schrecklich. Also wir hatten keine Wahl. So, was haben wir gemacht? Das ist die Sonne, das ist die Umlaufbahn der Erde, und Rosetta stand, wie Sie schon in der Animation gesehen haben, auf dieser Umlaufbahn. Hier haben wir dann eine große Korrektur gemacht und hier mussten wir das ausschalten. Wir haben die Sonde in eine Rotation gesetzt, damit die Solarzellen, wir hatten keine Kontrolle der Position, also die Rotationskontrolle war nicht mehr da, aber wir konnten die Sonne stabilisieren, in eine Rotation in diese Richtung zu geben, damit die Sonnenzellen ungefähr über diesen Bogen immer Richtung Sonne gezeigt haben. Damit wir ein bisschen Energie hatten, um die Sonde ein bisschen warm zu halten mit unserem elektrischen Heizer. Ja? 2,5 Jahre lang. Natürlich durch diese Rotation konnten wir keine Telemetrie mehr haben. Wir kriegen normalerweise, wenn die Antenne Richtung Erde zeigt, wir kriegen 10.000 Parameter. Wir wissen alles, was an Bord passiert. Temperaturen, Strom und natürlich Computerinformationen. Bei dieser Rotation hatten wir keine Daten mehr. Wir haben nur über diesen Geräusch ein paar Peaks hier gehabt, und durch die Analyse von diesen Peaks wussten wir, dass die Rotation in Ordnung war, dass die Richtung in Ordnung war, und dann haben wir alles ausgeschaltet und dann blieb nur Geräusch. 2,5 Jahre lang. Und dann sind wir in Urlaub gegangen. aber Rosetta haben wir nicht vergessen. Und dann kam der 20. Januar 2014 und wir hatten einen Timer an Bord, also einen Wecker, 4 sogar, die sich kontrolliert haben. Sie tun das auch zu Hause, wenn wir zum Beispiel einen Flug nicht verpassen wollen. Also diese 4 Wecker hatten eine Zeit an Bord, und diese Weckruf startete automatisch eine Sequenz und sehr, sehr komplexe Operationen. Also zuerst die Rotation musste gestoppt werden, dann die Solarzellen richtig zur Sonne gerichtet, die Systeme, besonders die Sternensensoren, eingeschaltet und aufgewärmt werden. Also viele Sachen mussten passieren, es dauerte ein paar Stunden. Am Ende hatten wir kalkuliert, ja, wir kriegen das Signal zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr am 20. Januar 2014. Wir hatten ein bisschen Ungenauigkeiten da. Und dann saßen wir im Kontrollraum, der Flugdirektor Andrea Comazzo, inzwischen war er Flugdirektor, ich war das hier bis zur Hibernation, und ich, ja,
relativ zuversichtlich. Ein paar Minuten später, ja, das war, wir waren ein bisschen nervös. Bis um 19 Uhr, also eine halbe Stunde, mitten in diesem Fenster, kam kein Signal. Und ja, 19.10 Uhr, ja. Das sind echte Bilder, ja, nicht mehr. Ja, wir haben, mein Direktor, der Thomas Reiter, saß im großen Saal und er hat SMS geschickt. Soll ich mich Sorgen machen? Ja? Und ich habe cool geantwortet, nein, bis 19.30 Uhr kein Problem. Aber ich hatte wirklich Angst. Ja? Und am Ende kam das Signal. 49 Minuten später als der Anfang von diesem Fenster. Und wir wissen jetzt, dass es ein Softwareproblem war. aber okay, das Signal kam und dieses Signal hat alles gesagt. Hat praktisch in diesem kleinen Peak hier war schon genug Information für uns, um zu sagen, dass 80% von Rosetta sehr gesund war. Weil eben wir wussten, um dieses Signal zu kriegen, mussten alle diese Operationen genau funktioniert haben. Und alle diese Systeme nach 2,5 Jahren in der Kälte funktionierten immer noch. Und natürlich, das war die Reaktion. Ich betrachte das nicht nur emotionell, aber auch, sagen wir, wissenschaftlich als der wichtigste Moment in der Mission. Das war alles oder nichts. Ja, alle haben gesagt, ja, die Landung, fantastisch, ja, die Landung war nur ein Teil der Mission. Hier, ohne dieses Signal, hätten wir alles verloren. Und das wäre wirklich schade gewesen. Gut, das war vorbei. Dann ganz langsam alles testen, alles. Wir waren immer noch sehr weit weg von der Sonne hier. Ja. Ungefähr 4,5 Mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Also es ist immer noch eine Menge Kilometer. Also 600 Millionen Kilometer. So erst 2 Monate später, wir waren in 5 Millionen Kilometer Entfernung zum Kometen, zu unserem Ziel. Immer noch hunderte Millionen Kilometer weg von der Erde, aber wir waren fast da, fast am Ziel. Und das war das erste Bild, das wir gemacht haben vom Kometen. Also Rosetta hat ein Bild von Churyumov-Gerasimenko. Das ist das erste Bild. Sie erkennen sicher den Kometen da. Dann kam, also das ist Mai schon, 2 Millionen Kilometer Entfernung und da haben wir gesehen, dass der Komet schon ein bisschen Gas hier herausschiebt. Also wir wollten ankommen, wenn die Aktivität immer noch relativ niedrig ist, weil wir wollten ganz nah fliegen, um den Lander aufzusetzen. Und also wir sind absichtlich weg von der Sonne zum Rendezvous gekommen. Ja, heute wäre unmöglich zu landen, weil heute sind wir so nah an die Sonne, dass die Aktivität uns praktisch in fast 200 Kilometer Entfernung hält. Ja, also wir können nicht ganz nah fliegen. So, aber das war keine gute Nachricht, dass schon in dieser enormen Entfernung der Komet hatte schon eine Gasexplosion. Die ging weg, aber ja, wir waren ein bisschen nervös. Dann mussten wir manövrieren, das heißt, wir waren schneller als der Komet, weil wir mussten ihn erreichen. Und jetzt brauchten wir fast den ganzen Treibstoff, um zu bremsen. Und diese Bremsmanöver werde ich hier nicht erklären, aber praktisch in Mai, Juni, in Juli haben wir diese Bremsmanöver gemacht, immer kleiner und am Ende waren wir am Ziel. Ende Juni, in 40.000 Kilometer, konnten wir zum ersten Mal des Nukleus in mehr als ein Pixel sehen. Und das ist ein Film von verschiedenen Bildern. Das war auch ein Rätsel. Ja? Wie bewegt sich dieses Ding? Also es war wirklich, die Leute hatten keine Ahnung, was zu erwarten. 4. Juni, 37.000 Kilometer. Hier konnte man schon sehen, in 3 verschiedenen Bildern, das Nukleus ist nicht so regulär, es ist normal, kein Ball natürlich, kein Kartoffel, etwas sehr, sehr Komisches. Ja? Und dann kam dieses Ding, Mitte Juli, die Rotation ist beschleunigt, das Nukleus rotiert in 12,5 Stunden, damals ein bisschen langsamer, 5,4, aber diese Form war eine große Überraschung. Die Pixel sind ein bisschen interpretiert. Damals wussten wir nicht genau mit absoluter
Sicherheit, dass es nicht um zwei Körper gehandelt hat. Ja? Das wäre unmöglich gewesen, auf diesem Kometen zu landen, wäre es ein System von zwei Körpern. Gott sei Dank, es ist nur ein Körper, aber sehr interessante Form. Und dann kamen wir also in die letzten Bilder von den ersten Tagen von August letztes Jahr. Wir haben angehalten in einer Entfernung von 100 Kilometern. Ich werde jetzt erklären, warum. Hier kam wirklich die echte schwierige Phase. Bis hierher hatten wir getan praktisch Sachen, die schon vorher irgendwie gemacht wurden. Okay, der Tiefschlaf war etwas Besonderes, aber sonst, es war ein normaler interplanetarischer Flug. Schwierig für uns und schwierig für alle, aber schon gemacht worden. Ab diesem Punkt kam die große Herausforderung. In diesem Moment, wir hatten wirklich zum ersten Mal zu tun mit einem Objekt, mit einer Weise von Raumflug, die mit normalem Raumflug nichts zu tun hat. Normaler Raumflug ist, man hat einen großen Körper, Sonne, Erde, ein Planet, der hat eine große Schwerkraft, der bestimmt die Bahn ganz gut. Also man weiß, seit den Newton und Kepler ihre Gesetze geschrieben haben, weiß man relativ einfach, wo der Satellit morgen sein wird. In diesem schönen und sauberen Umfeld. Es gibt natürlich Störungskräfte, auch in normaler Raumfahrt. Zum Beispiel das Licht der Sonne drückt ein bisschen auf den Satelliten und das ist eine Störungskraft. Oder wenn man um die Erde fliegt, die hohe Atmosphäre hat auch ein bisschen Reibungseffekt auf die Umlaufbahn, Störungskraft. Aber das Ganze wird, die Bahn wird hauptsächlich von der Schwerkraft bestimmt. Hier ist Schwerkraft nur ein Teil. Es ist auch eine Störungskraft. Und es gibt Schwerkraft, es gibt Staub, es gibt Gas, es gibt das Licht der Sonne. Und alles muss modelliert werden, um diese Sonne zu fliegen. Es ist wie Fliegen lernen, während man fliegt. Ja? Und das war wirklich das Schwierige. So, wir haben angehalten, in 100 Kilometer Entfernung. Wir haben diese schönen Bilder gemacht. Ja, Sie sehen hier diese unglaubliche Form. Übrigens, die Wissenschaftler sind noch nicht einig, ob das wirklich zwei Körper waren, die jetzt zusammen sind durch eine Kollision, oder ob das wirklich nur Erosion ist. Ne? Und übrigens soll ich auch sagen, das ist ein Farbbild. Ja? Die Leute sagen, ja, immer schwarz-weiß Bilder. Ja, das ist ein Fall. So, das hat Kometen sind schwarz. Sogar diese schöne weiße Flecke sind nicht weiß. Wir haben das Kontrast so ein bisschen gestreckt, um diese Sachen auf der Oberfläche zu sehen. Ein normales Bild von Churyumov-Gerasimenko würde so aussehen wie hier, wie diese schwarze Schild, ja. Wirklich pechschwarz. So, Farbbild von Churyumov-Gerasimenko, schöne andere Bilder. Es ist unglaublich, diese Welt sieht so aus wie eine alpine Landschaft, die hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Sie sehen hier diese Felsen, die kleben hier auf diese Richtung. Es gibt Felsen hier, die Schwerkraft auf diese Form ist nicht nach unten. Manchmal sieht man hier, aber eigentlich ist man, ja, die Schwerkraft geht in diese Richtung, ist wirklich schwer zu begreifen, welche komische Welt da oben ist. Ne? So, was haben wir gemacht? Wir haben in einer Entfernung von 100 Kilometer angehalten und wir haben diese Dreieck geflogen. Da kann man tun, ja. Und dann hat man Rosetta benutzt, um die Schwerkraft zu messen. Praktisch, man sagt, okay, ich setze den Satelliten auf diese Seite, morgen messe ich, wo das ist. Wenn er nicht ist, wo ich dachte, dann muss es die Schwerkraft sein. Und das haben wir gemacht über Wochen lang, ja, und ein Modell von der Schwerkraft entwickelt. Und gegen Anfang September, nach ein Dreieck in 100 Kilometer, ein Dreieck in 50 Kilometer, konnten wir wagen, endlich in eine echte Umlaufbahn, um den Kometenkern zu fliegen. Da hatten wir mindestens eine gute Messung von der Schwerkraft.
Wir können immer noch die Neigung ändern, das ist wegen der sehr geringen Schwerkraft. Um einen Planeten können Sie das natürlich nicht machen. Und dann waren wir in 30 Kilometer Entfernung und dann sind wir runter zu einer 20 Kilometer Umlaufbahn und sogar im Oktober runter zu einer 10 Kilometer Umlaufbahn. Also das war das nächste, wo wir geflogen sind. Hier sehen Sie eine 10 mal 20, das war die Zeit zwischen August und Oktober. Und am Ende 10 mal 10, also wirklich ein Zirkel, 10 Kilometer um den Nukleus. So, das war die schwierigste Phase, weil wir mussten sehr schnell fliegen, den Kometen, das Modell des Kometen entwickeln und benutzen. Und wir hatten keine Zeit, weil wir mussten viele auf die Oberfläche setzen, nicht weiter, nicht später als Mitte November, weil wir wollten nicht, dass die Aktivität zu weit steigt und wir wollten die Möglichkeit haben, in relativ kleine Entfernungen zu fliegen. So, wir hatten keine Zeit. Wir haben diese neue Navigationstechnik entwickelt. Ich habe vorher mit den Asteroiden erklärt, dass man weiß, wo Rosetta ist, aber wo ist der Komet? Wir müssen die relative Position und Geschwindigkeit ganz genau wissen. Und der Komet hat keinen Sender und Empfänger. In diesem Fall hatten wir auch optische Navigation, aber der Komet war kein Punkt, es war ein großes Objekt. Wir mussten Merkmale auf der Oberfläche wählen, ein Modell entwickeln auf der Oberfläche, verschiedene Bilder machen, in einer Sequenz von ein paar Minuten und dann durch Triangulation man hat die verschiedenen Merkmale natürlich erkannt auf die Bilder, man konnte die Position und die Geschwindigkeit von Rosetta bestimmen. Wenn Sie denken, es ist ungefähr ähnlich wie mein GPS. Sie haben ein Smartphone und der macht eine Triangulation mit Satelliten, die da oben fliegen. Und Sie wissen, das Telefon weiß, wo die Satelliten sind. Ja? Und durch diese Kalkulation, das Telefon weiß, wo Sie sind. Hier waren wir oben und die Punkte, unsere Referenzpunkte waren am Boden. Es war sehr, sehr schwierig. Und damals, September, Oktober, es war manuell gemacht. Und da hatten wir 50 Leute von unserer Flugdynamik, die ständig Bilder konfrontiert haben, gemessen haben, um die richtige Umlaufbahn von Rosetta zu bestimmen und natürlich das Modell weiterzuentwickeln. Heute machen wir das automatisch. Wir haben Software, dass diese Merkmale, wir haben ungefähr 150 auf der Oberfläche, automatisch erkennt, die Bilder vergleicht und die Lösung rausgibt. Also sehr, sehr schön. Aber es war auch ganz, ganz neu. Heute auf der Welt sind nur diese paar Leute in Darmstadt, die das tun können. Ich nicht, ja, nur diese. So, ich habe von diesem Kräftemodell erzählt. Wenn Sie das lesen können, das sind 10 minus 7, minus 8, minus 8, minus 9, minus 10 oder so, Kilometer pro Sekunde hoch 2. Das sind wirklich extrem geringe Kräfte oder Beschleunigungen. Zum Beispiel, das ist die Beschleunigung, das von dem Licht der Sonne kommt. Ja? Das Licht auf unserem Satelliten gibt uns eine sehr, sehr sanfte Beschleunigung, extrem sanft. Aber Sie sehen, die Schwerkraft, besonders wenn wir im August, September in große Entfernungen waren, die Schwerkraft ist fast vergleichbar mit dieser Beschleunigung. Dann waren wir natürlich näher, in 10 Kilometer Höhe war das ungefähr 100 Mal diese Kraft, aber trotzdem relativ klein. Ja. Und dann mussten wir den Staub, also den Druck, das der Staub uns gibt, auch modellieren. Es ist auch abhängig von der Lageregelung auch. Und auch die Form des Kometen, Kometen ist kein Ball, ja? Also sogar die Schwerkraft ist nicht uniform um den Kometen und diese komische Form muss man modellieren und das ist auch ein Teil der Kräfte, das auf uns wirkt
Und alle diese Kräfte zusammen ist unser Modell. Und wenn wir das wissen, dann können wir für morgen vorhersagen, wo wird Rosetta sein. In ein paar Stunden. Dann messen wir das. Wenn das stimmt, gut. Wenn das nicht stimmt, müssen wir unser Modell ein bisschen ändern. Und es geht weiter und weiter. Das machen wir jetzt ständig seit dem Herbst. Gut, okay. Am Anfang, wir haben die Masse bestimmt. Fast genau 10 Milliarden Tonnen. Und interessant, die Dichte, 0,4 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, dieses Ding wiegt, oder die Dichte dieses Dinges, ist die Hälfte, weniger als die Hälfte des Wassers. Ja, es ist sehr, sehr leicht, wenn Sie das auf den Ozean werfen. Das bleibt auf der Oberfläche besser als Sie. Und die Rotation, wie gesagt, es war am Anfang 12,4. Die Rotation ändert sich natürlich mit diesem Staub und Gasjets. Es gibt die Änderungen auf der Oberfläche und auf der Dynamik des Kometen. Im Moment ist sie langsamer geworden. So, und das sind wie gesagt, 4 Kilometer, die Maße 2,5, 2 Kilometer hier. Ne? Also so sieht es aus. Ich habe gesagt, ich sage das immer, es sieht so aus wie ein großer Berg. Das ist der Mont Blanc, das haben wir auf dem Internet gefunden, Mont Blanc in einer Entfernung von 100 Kilometer. Und so würde Churyumov-Gerasimenko, der Komet, aussehen im Vergleich zum Mont Blanc in dieser Entfernung. Und im Vergleich zu Darmstadt, so sieht das aus. Mit Mainz habe ich keinen Vergleich, aber Sie können sich vorstellen, ja, ein Berg. Gut, jetzt wussten wir, wie man um den Kometen fliegt, aber wir mussten uns auch sehr schnell entscheiden, wo landen wir. Und ich habe das noch nicht erwähnt, Rosetta ist die erste Mission, die sich selbst einen Landeplatz gesucht hat. Alle Missionen in der Raumfahrt vorher hatten Präkursoren, also andere Missionen, die vorher geflogen waren, das Objekt, Mond oder Mars oder was weiß ich, fotografiert und am Ende kam die Landemission danach, Jahre danach, Monate danach und ist gelandet, wo es entschieden wurde. Hier hatten wir keine Zeit, Rosetta musste alles schnell machen und selbst machen. So, komplizierte Analyse, ich werde das nicht erklären, wie das geht, aber es war sehr wichtig, die Lichtverhältnisse, die Richtung der Schwerkraft und so weiter. Also es war sehr, sehr schwierig, Plätze zu finden und natürlich mussten wir unsere Wissenschaftler zufriedenstellen. Sie wollten immer die schwierigsten Plätze. Ja, so sind die Wissenschaftler. Aber da war ein Kompromiss zwischen den interessantesten Plätzen, wissenschaftlich gesehen, und die machbaren Plätzen, die wir wollten als Piloten. Am Ende, das war das, also zuerst in August hatten wir schon 20 Plätze gewählt, dann in Ende August fünf, sagen wir, Halbfinalisten und dann Mitte September diesen Ort gewählt, das heißt Ort J, später hat er sogar einen Namen bekommen, da oben auf dem Kopf von diesem komischen Objekt. Hier sehen Sie das ein bisschen näher. Und jetzt muss ich erwähnen, wir konnten keine Punktlandung machen, weil die Landung, Sie werden später eine Animation sehen, war nur, der Länder konnte seine Bahn nicht kontrollieren. Also wir sind mit Rosetta geflogen und dann den Länder weggeschoben. Ganz sanft. Der ist gefallen. Es ist wie ein Steinwurf. Also wir hatten eine große Ungenauigkeit von Landepunkt. Ungefähr ein Kilometer Radius. Ja, also sehr, sehr groß. Also wir hätten überall in diesem Gebiet landen können. So sieht dieser Gebiet, also das war unsere Landing Ellipse, ja, ungefähr für einen Zirkel. Und so sieht es aus 10 Kilometer Höhe, dieser Punkt. Und Sie sehen, wir hätten auch hier landen können, ja, fast überall. Okay, wir wollten ungefähr in diesem Gebiet landen. Dann kam die Nacht von 12. November. Wir sind, um genauer zu fliegen, in eine Höhe von 30 Kilometer zurückgeflogen. Und das war unsere Bahn. Und ein paar Stunden vor der Landung haben wir so eine Änderung der Bahn gemacht. Wir sind Richtung Komet geflogen, nicht genau zum Komet, sondern vorbei am Kometen geflogen. Und dann hier haben wir den Länder weggeschoben. Dann
sind wir in einen Punkt geflogen, damit wir das Ganze besser sehen konnten. Also 11 Stunden vor der Trennung haben wir die letzte Bahnbestimmung gemacht und das war gut. Also bei diesem Wurf war natürlich absolut wichtig, dass die Genauigkeit von unserer Bahn, von unserer Position im Moment des Wurfes die bestmögliche Genauigkeit zu erreichen war. Und das war wirklich, was wir wollten. So, letzte Bahnbestimmung, gut. Und dann unsere Leute, unsere Kollegen von Köln haben gesagt, ja, viele ist eingeschaltet, 10 Jahre Reise, ist bereit, go. Und dann zwei Stunden vor der Trennung, wir haben diese Bahnänderung, auch sehr, sehr wichtig, musste sehr gut klappen und sehr präzise. Ein paar Minuten später konnten wir die neue Bahn bestimmen und sagen, ja, das hat gut geklappt. Und dann Rosetta hat viele weggeschoben, das war die Trennung. Übrigens, alles natürlich ist in einer Entfernung, unser Signal brauchte 28 Minuten, um uns zu erreichen. Also alles, hier mussten wir ein bisschen Zeit einplanen, damit wir die Zeit hatten, um Kommandos hochzuschieben und zum Beispiel das Ganze zu stoppen. Und hier war das sehr, sehr kritisch. Wir hatten 2 Stunden hier, das Signal von dieser Änderung brauchte 1/2 Stunde, uns zu erreichen. Und wir mussten ganz schnell kalkulieren, weil wir hatten noch ungefähr 1 Stunde, um das Go zu Rosetta zu schicken, also die Bestätigung, du darfst jetzt viele wegschieben. So, es ist passiert, dann Rosetta hat diese Bahnänderung gemacht und wir waren dann in eine Position, um uns Richtung viele zu drehen und die Landung zu verfolgen. Nicht nur optisch, aber wir haben die Signale von viele empfangen, weil viele kann nicht mit der Erde kommunizieren, wie schon gesagt. Dieser Fall dauerte 7 Stunden. Ja? Und Sie können sich vorstellen, auf seiner Höhe, hier die Trennung war in 22 Kilometer Höhe. Denken Sie das Problem andersrum. Sie fliegen ein Flugzeug, das doppelt so hoch fliegt wie ein Linienflugzeug. Der fliegt über den Mont Blanc und wirft eine Schachtel, ja, ein Kubikmeter und muss ein Zirkel von 1 Kilometer treffen. Und das Ganze, die ganze Manöver machen Sie nicht als Pilot, sondern Sie sitzen auf dem Jupiter und Sie steuern das von dieser Richtung. Also ungefähr genau das haben wir gemacht. Umgekehrt. So, jetzt, ich glaube, kommt eine Animation von dieser Trennung. Sie sehen sehr, sehr sanft, weil Rosetta hat seine Düsentriebwerke benutzt, um die Bahnänderung zu machen. Und viele hat die drei Beine hier entfaltet, hat sich gedreht, alles eingeschaltet und er war ganz einfach runtergefallen, während des Kometen, dieser Flug hat sich natürlich der Komet sich gedreht, 12 Stunden eine ganze Drehung und ja, das ist die. Hier habe ich immer ein paar Sekunden Zeit, um mich auszuruhen. Hier sehen Sie die gleiche Geschichte aus dem, also wir fliegen im Moment mit viele, ja, und Sie sehen, viele langsam nähert sich auf die Oberfläche. Und hier ganz wichtig zu sagen, Sie erinnern sich, die Schwerkraft auf der Oberfläche ist sehr, sehr gering. Viele braucht es, ist mit ungefähr 1 Meter pro Sekunde gelandet. Es ist nicht viel, aber sie brauchte ein System, um sich zu befestigen. Der hatte 2 Harpune in der Mitte und auch eine kleine Rakete auf die Oberfläche, auf dem Dach, um sich wirklich zu befestigen auf die Oberfläche. Es war notwendig. Und Sie sehen das hier in der Animation. Hier, das sind die Harpune und dann wird er gedrückt und dann ist er befestigt. Und dann kann er anfangen zu funktionieren. Hätte mir jemand gefragt, was passiert, wenn die Harpunen nicht funktionieren, vor der Landung, ich hätte gesagt, ja, es ist vorbei. Ja, die Mission von vielen ist vorbei, weil der fliegt weg und wir verlieren den Kontakt und das ist alles vorbei. Gut, schauen wir, was passiert ist. Ja? Ich glaube, viele von Ihnen wissen das. Zuerst bei der Trennung haben wir diese Signale gesehen,
separated, das heißt, Rosetta hat gesagt, Philae ist weg. Das war schon eine Erleichterung nach 10 Jahren mit diesen Passagieren an Bord. Er war weg. Gut. Zweitens, wir haben ein paar Bilder gemacht von Rosetta. Aus Rosetta, diese Bilder kamen, ja, man hat gesehen, Philae in eine sehr gute Bahn gesetzt. Hier sieht man das schlecht, aber es ist Philae, ein kleiner Punkt hier, der Richtung Kometen fliegt, ein paar Stunden später. Und diese Bilder sind sehr schön, sieht man auch, nicht so gut, aber hier können Sie Philae erkennen, vielleicht diese drei Beine hier, hier, hier. Es ist ein Mosaik von 3 Bildern, die zeigen, dass Philae über die Oberfläche geflogen ist, Richtung Landepunkt. Sehr schön. Und dann, diese Bilder wurden von Philae gemacht, also von Philae selbst. Er hat eine Kamera unten und er hat die letzten Meter fotografiert. Dieses Bild, das letzte Bild, ist in einer Höhe von 9 Metern gemacht worden und das ist ungefähr 1 Meter. Ja? Also Sie sehen, das ist der Landepunkt. So, perfekt. Wunderschön. Eigentlich 120 Meter weg von das Zentrum von unserer enormen Landing-Ellipse. Also es war eine Meisterleistung von unserer Flugdynamiker. Wir waren, und von Rosetta auch. Ja, sie war sehr präzise und akkurat in dieser Manöver. Gut, alles perfekt. Wir haben, Philae hat angefangen zu funktionieren, Daten zu funken. Alle haben gesagt, gut, ja, alles ist in Ordnung. Wir haben ein paar Sekunden gewartet, aber es schien alles in Ordnung zu sein. Bis wir dann eine halbe Stunde später gehört haben von unseren Leute im Kontrollzentrum von Philae in Köln, die haben gesagt, wir glauben, die Ampullen haben nicht funktioniert. Und wir konnten es nicht glauben, weil Philae hat Daten geschickt und Messungen gemacht, als wäre er im Schlafzimmer daneben. Ja? Also wirklich hat sehr, sehr gut funktioniert. Er hatte kein Zeichen gegeben, dass was schiefgegangen wäre. Aber es war eigentlich so. Dieses Bild, schlechte Qualität, aber Sie sehen hier ein langer Schatten hier. Das ist der Schatten, das von Staub, das bei der Landung entstanden ist, so auf die Oberfläche geworfen wurde. Ja, also das ist der Landepunkt. Aber in ein Bild später sehen wir hier ein heller Pixel, das ist Philae, und ein dunkler Pixel ist der Schatten von Philae. Also das zeigt, Philae ist weggesprungen. Und dieses Bild, das haben wir später gesehen, zeigt unseren Fußabdruck auf der Oberfläche und Philae hier. Das wurde 8 Minuten nach der Landung gemacht und das ist kein Mosaik, das ist das gleiche Bild. Ja? Das ist das letzte Bild, das wir von Philae gemacht haben. Ist weggesprungen. Aber, oh, hier sehen Sie noch diesen Fußabdruck, ich bin sehr stolz darauf und ich vergleiche das. Also, ich kann jetzt so fröhlich erzählen, weil es am Ende, wir haben ein Happy End hier. Ja? Am Ende haben wir das Signal nicht verloren, nie verloren, über diese 2 Stunden Flug. Der ist 2 Stunden nicht in der Luft, aber über die Oberfläche geflogen und ein paar Mal wieder gehüpft, bis er zur Ruhe gekommen ist. Und das war das erste Bild, das wir bekommen haben am Morgen danach. Dass Sie sehen hier einen Fuß von Philae. Und diese wunderschöne Formation. Meine Wissenschaftler verbieten mich, das Stein zu nennen. Das ist kein Stein. Das ist Eis und Staub und was weiß ich. Es ist was anderes. Ja? Sieht so aus wie Stein, wie ein Felsen. Aber sie sind sehr zufrieden, weil sie sind eigentlich am Ende gelandet, wo sie wollten. In der Nähe von diesen Formationen, wo wir nicht akzeptiert haben zu landen. So, da haben wir viel sehr, sehr interessante positive Aspekte. Der negative Aspekt ist, dass es ist sehr, sehr dunkel da, wo er zur Ruhe gekommen ist. Dieses Bild ist extrem gestretched. Ja, also das sind die Formationen, die Steinformationen in der Nähe. Aber es ist sehr, sehr dunkel. Er hat fast alle Experimente gemacht, aber er hatte eine Batterie von 60 Stunden, das war geplant. Wir wussten nichts, was uns da erwartet hätte. Und deswegen, die Wissenschaftler haben gesagt, gut, wir bauen eine Batterie ein, die reicht,
für eine ganze Serie von Experimenten, die 10 Experimente, die an Bord sind, laufen durch diese 60 Stunden. Aber dann stellen wir ein paar Solarzellen drauf und wenn wir gute Lichtverhältnisse haben, können wir weiterarbeiten. In diesem Loch ist es unmöglich. So, nach 60 Stunden seine Hauptarbeit gemacht, aber am Ende ist er dann eingeschlafen. Und monatelang haben wir gedacht, ja, die Leute in Köln waren zuversichtlich, ich weniger und weniger, ja, und am Ende, Sie werden sehen, ist er wieder aufgewacht, aber es ist noch nicht vorbei, das Problem. Aber okay, in diesem Punkt hat er mindestens seine Hauptarbeit gemacht. Dann haben wir gesucht, das war unser ursprünglicher Landepunkt. Und durch Radiomessungen glauben wir, der ist in diesem Gebiet. Wir glauben, wir haben ihn gesehen, hier in diesem Punkt, hier während des Fluges. Wir wissen nicht genau, wo der ist. Wir haben keine Bilder. Aber durch verschiedene Messungen, wir haben diese Bahn rekonstruiert. So, der ursprüngliche Landepunkt, ein Sprung, noch ein Sprung, noch ein kleiner Sprung hier. Und 2 Stunden später gelandet in diese Ecke da. Also wir glauben, der ist in diesem Gebiet, wir wissen, der ist in diesem Gebiet, aber wo genau, haben wir kein Bild. Übrigens, das ist der ursprüngliche Landepunkt, der ist auf der anderen Seite des Kopfes von 67P gelandet. Ja. Wir können keine besseren Bilder machen, weil wir jetzt weiter und weiter weg fliegen. Der Komet wird aktiv, aber okay, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Inzwischen macht Rosette seine Hauptarbeit. Ja. Sie macht Messungen und Bilder von der Oberfläche. Das war ein Bild von einer 6 Kilometer Höhe. Im Februar konnten wir noch machen, diese wunderschönen Landschaften. Das gefällt mir sehr. Das ist ein 100 Meter hoher Peak auf der Oberfläche. Ich denke immer hier an Base Jumping. Ja, aber wenn Sie Base Jumping von hier machen, mit dieser ganz kleinen Schwerkraft, brauchen Sie ohne Fallschirm natürlich, es gibt keine Luft da, Sie brauchen 20 Minuten, um zu kommen. Also sehr langweilig. Ja. So, ein paar Zahlen über den Kometen. Ich will nicht durch diese Zahlen gehen, aber noch daran erinnern, dass die Rotation sich ändert. Die wird langsamer im Moment. Und unser Modell müssen wir ständig ändern. Ja. Und 6% Albedo, also der ist ein bisschen heller als andere, aber 6% heißt wirklich sehr, sehr schwarz. Ja. Und immer noch relativ kalt, ja, da draußen. Ein paar Sachen über die Wissenschaft. Natürlich, wir sind da geflogen für die Wissenschaft und wir kriegen im Moment, unsere Wissenschaftler kriegen so viele, keine Ergebnisse, sie kriegen Daten, die zeigen, dass was sie vorher geglaubt haben, falsch war. Also fast alle Theorien werden weggeworfen und viele Fragen, zum Beispiel diese Struktur, da haben wir Glück, diese Gasexplosionen hinterlassen Löcher, große Löcher auf der Oberfläche, das ist 40 Meter, also Sie sehen, das ist mehr als 100 Meter groß, sind zwei verschiedene und Sie sehen diese komische Struktur hier, das kann man überhaupt nicht erklären, es ist wie 3 Meter große Bälle hier. Und ja, also es gibt keine Theorie, die diese innere Struktur erklärt. Wind auf der Oberfläche, niemand hätte Wind erwartet, natürlich, es gibt keine Atmosphäre da oben. Aber diese Gasströme, die aus der Oberfläche kommen, mit dem Staub, mit diesem ganz feinen Staub, die bauen Dünen. Oder sogar, ja, hier sehen Sie ein Felsen mit seinen Windschatten hier dahinter. Unglaublich, ja. Also die Dynamik der Atmosphäre, der Oberfläche ist eine große Überraschung und es ist fast 90% noch zu erklären. Ein großer Riss zwischen dem Kopf und dem Körper. Also wir wissen noch nicht, ob das zwei Teilen waren, aber bestimmt, sie werden auseinandergehen irgendwann. Das ist 300 Meter, also dieser Riss ist keine Kleinigkeit. Die werden eines Tages auseinandergehen. Unsere Wissenschaftler hoffen, dass es jetzt passiert, also bald. Ich nicht mehr. Ja, also ich hoffe, Entschuldigung, Gerasimenko bleibt ruhig.
An Bord von Rosetta, wir kriegen diese Staubpartikel, die sind so begeistert, dass sie einen Namen zu jedem Staubpartikel gegeben haben von ihrem Team. Und dann mikroskopisch analysiert, auch die Konsistenz von diesen Staubpartikeln ist eine große Überraschung. Die sind wie Schneeflocken. Also alles noch zu erklären, viele Daten. Viele von Ihnen sind Wissenschaftler, Sie wissen, dass Wissenschaft, die großen Fortschritte der Wissenschaft fangen an mit großen Fragen, neue Fragen, alte Theorien, die nicht mehr gelten und die neuen werden kommen. Zum Beispiel die Theorie, dass Kometen Wasser auf die Erde gebracht haben. Es gab ein paar Kometen, also Asteroiden schon. Fast alle Asteroiden, man kann messen, dass die Relation zwischen Wasser mit Wasserstoff und Wasser mit Deuterium, und man kann vergleichen das mit dem Wasser auf der Erde. Man kann sagen, ja, dieses Wasser ist der gleiche Typ wie das Wasser auf der Erde. Und Asteroiden in den Spektren, kann man sagen, Wasser auf den Asteroiden ist fast bei allen gleich wie das Wasser auf der Erde. Es wurde gemessen auf einem Kometen von der Erde, Hartley 2, und ein anderes war ganz in der Nähe, das ist 67P. Also es hat überhaupt nichts zu tun, ein Faktor 3. Das heißt, das hat nichts zu tun mit dem Wasser auf der Erde. Das heißt nicht, dass Kometen nicht mit dem Wasser auf der Erde zu tun haben, aber sicher, dass es mindestens verschiedene Typen von Kometen gibt und nicht alle Kometen sind gleich. Also sehr interessante Entwicklung in diese Richtung. Magnetfeldmessungen, auch interessant. Ein interessanter Flug, wo wir ein Bild mit dem Schatten von Rosetta auf der Oberfläche geworfen haben. Es war auch eine Höhe von ein paar Kilometer. Und auch das zeigt, wie wichtig ist, in der Nähe zu bleiben. Da hatten wir Glück. Ein Jet ist entstanden. Es sind zwei Bilder in eine Zeitentfernung von 2 Minuten. Ja? Und innerhalb von 2 Minuten ist diese Explosion entstanden. Wir haben das fotografiert und es ist auf die dunkle Seite. Niemand hätte erwartet, dass die Explosion da unten entsteht. Das heißt, genau wie schon wieder, die Dynamik der Oberfläche ist total unbekannt und total neu zu erklären. So, was passiert jetzt? Ich glaube, ich habe viel Zeit gebraucht. So, das ist die Entfernung von Rosetta zur Sonne und zur Erde. Wir sind da. So fast am 13. August ist der nächste Punkt auf der Sonne. Wir sind fast da. Das heißt, die Aktivität des Kometen ist sehr, sehr groß. Sie sehen da diese Staubströme, die rauskommen. Das macht unser Leben schwierig. Sie sehen hier, die Aktivität, die steigt und steigt und steigt. Ja, das kann man messen mit dem Druck und in der Umgebung von Rosetta. Und wir haben schon die Bahn geändert von den normalen elliptischen Bahnen, die wir im Februar noch geflogen haben. Dann haben wir ganz andere Bahnen, sind Vorbeiflüge praktisch. Aber die reichen nicht. Wir haben damals noch gewagt, ganz in der Nähe zu fliegen. Sie sehen hier bis 6 Kilometer. Das können wir vergessen jetzt. Und wir haben das Hauptproblem im Moment sind die Sternensensoren. Das sind diese kleinen Teleskopen, die sitzen auf der dunklen Seite von Rosetta hier. Aber sie sehen Staub. Sie sehen nicht nur die Sterne, sondern auch Staub. Und wir wussten das. Unser Software an Bord ist sehr, sehr clever. Und er kann zwischen Staub und Sternen den Unterschied erkennen, weil der Staub sich bewegt. Aber der kann bis zu 1000 Staubkörner verfolgen. Mehr kann er nicht. Und der arme Ding dann funktioniert nicht mehr. So, wir müssen versuchen, weit weg von diesem Staub, nicht weit weg, aber mindestens in einem Gebiet der Staubwolke, wo es weniger Staub ist oder die Dichte nicht so groß ist. Ja. So, das ist ein Problem. Inzwischen ist wieder aufgewacht, das war eine Überraschung am 14. Juni, und es ist, ja,
sehr gute Nachricht, das viele funktioniert sehr, sehr gut, aber wir haben in dieser Entfernung große Schwierigkeiten, einen stabilen Kontakt zu herstellen. Also was wir kriegen, sind diese 2 Minuten kurze Kontakte. Wir kriegen ein bisschen Telemetrie, aber wir können noch nicht viele sagen, was er zu tun hat. Und das im Moment ist die große Schwierigkeit. Seit dem 14. August, wir haben mehrere von diesen Kontakten gehabt, aber im Moment die Kommunikation ist immer noch relativ schwierig. Wir versuchen die Bahn zu ändern, kleinere Entfernungen zu fliegen hier. Wir sind heute da, noch relativ weit weg, aber schon morgen und übermorgen werden wir in 160 Kilometer fliegen. Das ist schon riskant, aber wir versuchen mehr zu fliegen und auch ein Scan von verschiedenen Positionen über die Oberfläche zu machen, weil wir eben nicht genau wissen, wo viele ist. Aber okay, das werden wir unternehmen. Hier sind die Analysen, die wir heute machen. Wir vermuten, viele ist da. Er hat uns in diesem Gebiet gesehen und in diesem Gebiet gesehen. Vielleicht hat er hier vorne einen Berg oder einen Felsen. Jetzt werden wir versuchen, hier zu fliegen und hier oben zu fliegen. Also, es ist noch viel Arbeit zu tun. So, was passiert jetzt? Wir fliegen in diesen hyperbolischen Bogen, also keine geschlossene Umlaufbahnen, und wir versuchen, mehr Kontakt mit vielen zu kriegen. 13. August kommen wir am nächsten Punkt, Perihelium, zur Sonne, und dann, danach sollte die Aktivität wieder ein bisschen sich beruhigen. In Oktober machen wir einen Ausflug in den Schweif, also wir fliegen ein paar tausend Kilometer weit weg von den Kometen, das war etwas, das schon geplant war, um die Struktur des Schweifs zu erkunden. Und seit ein paar Tagen haben wir eine Verlängerung der Mission gehabt. Die Mission war ursprünglich bis Ende des Jahres geplant. Wir planen jetzt bis September 2016. Da erreichen wir wieder Entfernungen zur Sonne, wo wir Satelliten langsam ausschalten sollten für eine weitere Hibernation, Tiefschlaf. Und das tun wir nicht mehr. Wir haben weniger Treibstoff, es wäre ein großes Risiko. So, das ist das Ende der Mission. Aber wir machen was Spektakuläres. Wir wollen spiralförmig runter zur Oberfläche kommen. Mit Rosetta. Das heißt, über 3 Monate kommen wir näher und näher auf die Oberfläche, bis eines Tages verlieren wir das Kontakt. Und das ist das Ende der Mission. Eine glorreiche Ende der Mission. Und das ist auch das Ende meines Vortrages. Ich empfehle immer, das sind die ganze Webseite von Rosetta, aber das gefällt mir sehr, dieser Blog. Da habe ich, aus diesem Blog habe ich fast alle Bilder hier, nicht die technischen, aber die Bilder geholt. Und in diesem Blog können Sie nicht nur operationelle Neuigkeiten hören, die aus dem ESO kommen, aber auch wissenschaftliche Entdeckungen von Rosetta. Es ist wirklich sehr interessant. Und ich bedanke mich bei meinem Team. Ich stehe hier vor Ihnen, die sind im Kontrollzentrum und arbeiten weiter, und Sie sind diejenigen, die diese Mission möglich machen. Ja? Und viele von Ihnen habe ich selbst eingestellt, die waren junge Leute, jetzt haben die kleine Kinder, also das ist ein großes Stück Leben, das wir zusammen gemacht haben. Noch ein Selfie von Rosetta. Vielen Dank. Lieber Herr Ferri, Sie hören es am Applaus. Es ist einfach faszinierend, solch eine Mission aus erster Hand in all diesen Details
in diesen wunderbaren Details, muss man sagen, nahegebracht zu bekommen. Wir haben wie immer Gelegenheit, Fragen zu stellen. Es gibt 3 Mikrofone und ich würde Sie bitten, melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben, und warten Sie, bis jemand mit einem Mikrofon bei Ihnen ist, damit alle die Frage dann auch gut hören können. Wer möchte den Anfang machen? Da oben der Herr im oberen Teil in der Mitte. Ja, vielen Dank für den ausgezeichneten Vortrag. Meine Frage ist, was hat denn dazu geführt, dass diese Harpunen, diese Verhakung, die da geplant war, nicht funktioniert hat? Waren das die Temperaturunterschiede, die da stärker waren als geplant, oder was waren da die Ursachen? Ja, leider wissen wir es noch nicht. Ich muss sagen, die Experten von Länder sind unsere Kollegen der DLR in Köln und sie arbeiten noch dran. Im Moment, ihre ganze Aufmerksamkeit war auf eine Analyse zu sehen, ob viele wieder erwachen würde. Jetzt, dass er erwacht ist, haben sie dieses Problem von der Harpunen ganz vergessen und sie konzentrieren sich auf eine weitere Person. Ich kann das verstehen. Die haben die Analyse nicht zu Ende gebracht. Ich habe nur Gerüchte gehört, Software und zu niedrige Strom. Es war zum Beispiel eine Änderung des Verfahrens während des Fluges entschieden. Die 2 Harpunen waren redundant und sie haben in einem späteren Zeitpunkt entschieden, beide zusammen zu schießen, nicht eins und dann der andere. Und die haben jetzt bedankt, vielleicht war das ein Fehler, aber eine Antwort haben wir noch nicht. Die wird kommen, ich bin zuversichtlich, aber jetzt haben die andere Gedanken genommen. Vielen Dank. Ganz oben im 2. Rang, in der letzten Reihe. Ja, hallo. Welche Datenraten haben Sie denn bei dieser Mission etwa? Wir hatten am Anfang geplant, zwischen 8 Bit pro Sekunde zu 22 Kilobit pro Sekunde. Durch Änderung des Softwares während des Fluges, also 10 Jahre sind lange Jahre, wir hatten gute Ideen dazwischen, wir sind bis zu einem Maximum von ungefähr 100 Kilobit pro Sekunde. Das ist nicht viel. Ja. Jetzt weiß ich nicht genau, wir stehen wir sind jetzt relativ nah an die Erde. Im Moment es ist es ganz nah an die 100 Kilobit pro Sekunde, aber es ändert sich mit der Entfernung. Und so die Anzahl insgesamt an Datenmengen, die jetzt zustande gekommen sind, ohne jetzt, dass ich das rechnen muss? Okay, es sind ganz geringe Datenmengen. Ja. Das hat zum Beispiel mit astronomischen Missionen nicht zu tun. Ja. Oder Erdbeobachtungsmissionen. Wir kriegen Terabyte pro Tag. Ja. Hier, Sie können sich vorstellen, sagen wir 100 Kilobit pro Sekunde und einen Zeitkontakt jeden Tag von 20 Stunden. Ja, das können Sie berechnen. Das ist nicht viel, es ist wirklich wenig. Also jeder hier im Saal bei einem Internet-Surfing vor ein paar Minuten wird wahrscheinlich viel mehr Daten runterladen als das. Aber wir sind in dem Bereich von 10 bis 100 Megabyte, würde ich sagen. Ein bisschen mehr, vielleicht ein paar hunderte Megabyte pro Tag. So, zunächst mal da oben in der Mitte auch die viertletzte Reihe. Ja, oder nehmen wir den Herrn vor. Dann. Fangen Sie an, bitte hier. Oh. Ja, danke. Sie haben kurz von Magnetfeldmessungen geredet. Hat der Komet ein eigenes Magnetfeld? Oder wenn nein, wo kommt dieses Magnetfeld? Ja. Nein. Also das war eine Bestätigung durch Messungen zwischen Philae und Rosetta, dass der Komet kein Magnetfeld hat. Es war keine große Überraschung. Aber es war wichtig, das zu bestätigen, weil in dem Staub und in dem Gas messen wir Magnetfeld. Aber das ist nur die Interaktion zwischen diesen Gasströmen und dem Sonnenwind. Ja? Also es war wichtig zu bestätigen, dass nichts aus dem Kometen kommt, damit man dann die Interaktion wirklich messen kann. Ja? Es gibt kein Magnetfeld auf den Kometen, das können wir bestätigen. So, jetzt haben wir den jungen Herrn, wenn ich es richtig sehe, da oben. Also, meine Frage ist,
warum die Mission Rosetta gestartet hat. Warum haben wir das gemacht? Ja. Ja, also das hat mit Kometen zu tun. Kometen sind wichtig für die Wissenschaft. Man wollte sich ein Bild machen von diesen sehr alten Objekten. Ja, es ist wie Archäologie. Man wollte wissen, was sind diese Objekte? Das sind die Objekte, die schon vor vielen Milliarden Jahren da waren. Und das war das Hauptziel der Mission, um mehr über Kometen zu lernen. Okay. Sind seine Meldungen in der vorletzten Reihe links? Okay. Er ist da drüben da. Danke für den Vortrag. Wie ist denn die Entscheidung zustande gekommen, ein solches Landegestell zu bauen? Beziehungsweise gab es ein System, was den Lander bei der Landung davor geschützt hätte, in Rotation zu kommen, also ein Rollen zu verhindern? Okay, erste Frage. Wie gesagt, es sind unsere Leute, unsere Kollegen in Köln, die die Entscheidung getroffen haben. Ich kann nur sagen, was Information zu mir gekommen ist. Es gab am Anfang eine Diskussion über verschiedene Systeme. Und dieses System war für unsere Leute am Ende das Robustere, weil das hat praktisch nicht mit der Konsistenz der Oberfläche zu tun. Andere Systeme waren zum Beispiel, wir vermuten, die Oberfläche ist so, sagen wir, so dicht und so hart, damit, also wir schießen direkt ein Länder durch die Oberfläche und der wird da stecken. Ja? Und das war zu riskant. Wir hatten keine Ahnung, wie dicht und wie hart die Oberfläche war. Es war eigentlich richtig so. Es gibt sogar Leute heute, die sagen, hätte die Harpunen geschossen, wäre viele wirklich weggesprungen, weil die Oberfläche ist viel härter, als wir gedacht haben. Also, Ihre Frage wirklich zu beantworten, ist schwierig für mich. Ich weiß es nicht, aber das System hatte mehr Möglichkeiten, mit größeren Bereichen von unseren unbekannten Parametern umzugehen. Das war der Hauptgrund. Der Nachteil war, das System war mechanisch sehr kompliziert. Aber es hat wunderbar funktioniert. Zum Beispiel hat dieser Sprung auch sehr gut gedämpft. Ja, wäre das elastisch weggesprungen, hätten wir viele verloren. Er hat gut funktioniert, mechanisch, nur die Harpunen nicht. Die zweite Frage war, ob der bei der Landung rotiert haben könnte. Okay, vor der Trennung haben wir eine Flywheel, heißt das auf Deutsch, also auf Englisch, ein schwerer Rad in Rotation gesetzt, damit, also eigentlich, ja, der Länder hat sich so getrennt und dieser Rad hat so rotiert, damit mindestens ein Axis stabil geblieben ist. So, während dieser 7 Stunden hat das sehr, sehr gut funktioniert. Der Länder wurde in eine Lage ausgesetzt und er kam zur Oberfläche genau in diese Lage. Das war sehr, sehr wichtig. Nur bei der Berührung der Oberfläche hat der Länder diese Flywheel ausgeschaltet. Ja? Und während dieses Fluges hat er natürlich angefangen, selbst zu drehen. Ja? Und diese Rotation, Stabilität ist niedriger und niedriger geworden. Bei dem ersten Teil des Fluges war immer noch relativ stabil und dann erst als er wieder einen Stein oder einen Felsen berührt hat, hat er angefangen zu rotieren, in eine komische Rotation zu gehen. So, die letzten Minuten waren sehr, sehr instabil. Aber am Anfang, dank dieser Flywheel, war in Ordnung. So, jetzt müsst ihr mir helfen, wo? Hier vorne. Ja? Haben Sie schon ein Mikrofon? Wunderbar, dann los geht's. Kann ich sprechen, ja. Also, mein Enkel und mich interessiert der Schweif, der Kometenschweif. Wir haben viele Bilder gesehen, wo der Kern des Kometen ja nackt war, also sprich ohne irgendwelche
Bildung. Also zumindest haben wir es nicht so begriffen. Während dieser Zeit hat der Komet einen Schweif hinter sich hergezogen. Ja, absolut. Aber explodiert ist da nichts während der Bilder. Wir haben ein Bild von einer kleinen Explosion. Es sind kleine lokale Explosionen. Der Komet hat das ganze Eis, also Wassereis und Kohlenstoffdioxideis, ist unter der Oberfläche. Die Oberfläche ist eine dünne, wir wissen nicht, aber eine Schicht Staub. Okay? Und dieser Staub deckt den Eis. Ja? Der Eis bleibt unter dem Staub, bis er zu heiß wird. Und dann bei diesen lokalen Temperaturänderungen, dann entweder sublimiert dieses Eis durch den Staub oder explodiert. Aber diese Explosionen sind lokal. Wir haben eine gesehen, ja? Eine plötzliche Explosion in diesem dunklen Sand. So, aber das Ganze, die langsame Sublimation und die Punktexplosionen sind schon passiert. Und wenn man den Kometen jetzt aus der Erde betrachtet, sieht man den Schweif. Nicht ohne Teleskopen, also man braucht sehr starke Teleskopen, es ist ein kleiner Komet und weit weg von der Sonne, aber das kann man schon sehen. Gibt es eine Frage hier vorne in der ersten Reihe? Oder wollten Sie direkt auch eine Frage stellen? Dann kommen Sie erst jetzt. Die hier vorne ganz in der allerersten Reihe. Ja, meine Frage, bei diesen kurzen Kontakten, werden da nur Telemetriedaten empfangen oder sind da auch Nutzdaten dabei? Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, es seien zusätzliche Daten gespeichert, die also quasi jetzt abgerufen werden könnten. So, soweit ich es weiß, also es würde mich bewundern, wenn es nicht so ist, aber soweit ich es weiß, es ist nur Telemetriedaten, also keine wissenschaftlichen Messungen, weil alle Instrumente ausgeschaltet wurden. Auch die Daten, die gespeichert wurden, Sie haben recht, wir kriegen die langsam runter, aber es sind alle Housekeeping, also Ingenieurtelemetrie. Also das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wir müssen die Instrumente wieder einschalten. Deswegen ist sehr wichtig, jetzt das Kontakt ist in dieser Richtung, irgendwie jetzt funktioniert das, aber wir brauchen einen Kontakt in die andere Richtung. Wir müssen viele sagen, was er zu tun hat. Im Moment reicht das nicht. Es gibt noch ganz viele Meldungen, ja. Wir haben auch noch genügend Zeit. Ich nehme jetzt erstmal die Dame, die eben schon das Mikrofon hatte und wieder abgeben musste in der sechsten Reihe. Bitte schön. Dankeschön. Warum wurde eigentlich dieser Komet untersucht, nicht ein anderer, obwohl der doch relativ weit weg war? Wir haben eigentlich keine große Wahl gehabt. Das Problem war, wir brauchten einen Kometen, der ungefähr, also nicht weiter wegfliegt als der Jupiter, nicht viel weiter wegfliegt als der Jupiter, der relativ kurz, also schnell zurückkommt, damit wir verschiedene Passagen haben können vor dem Start, damit wir ungefähr wissen, womit wir zu tun haben, also 6,5 Jahre in diesem Fall. Wir brauchen einen relativ kleinen Kometen, 4 Kilometer, also auf 20 Kilometer Kometen wäre der Schwerkraft zu groß gewesen für den Flug. Also die Sucht war in einer Familie von Kometen, die heißen Jupiter-Kometen, weil die eben zwischen den Umlaufbahnen von Jupiter und der Sonne fliegen. Ja? In dieser Familie haben wir ein halbes Dutzend Kometen analysiert. Und die Bahn kalkuliert, können wir die erreichen, was ist die größten Entfernungen, die kleineren Entfernungen, haben wir einen Weg damit zu kommen. Am Ende kam nur dieser raus. So, das war keine große Wahl. So,
der Herr da oben. Rechts. Sie haben schon etwas über die Beschaffenheit des Kometen gesagt, also woraus besteht er, und Sie hatten auch angedeutet, dass Sie die Möglichkeit hatten, die Struktur durchzuleuchten. Was kam dabei raus? Also im Moment, was rauskam, sagen wir, Radiomessungen sind sehr schwer zu interpretieren. Man kann nicht, man kann kein Bild wie bei einer Röntgentomographie haben. Ja? Da muss man viele Modelle herstellen, um die Parameter zu interpretieren. Was bei den ersten Interpretationen rauskam, war etwas, das nicht konsistent ist mit dieser Dichte. Das heißt, im Moment, diese Daten müssen die wieder bearbeitet werden mit neuen Annahmen und neuen Modellen, sagen wir. So, im Moment wissen wir noch nicht. Also die Antwort von diesen ersten Messungen war, tja, es ist keine Höhle drin, es ist eine ganz normale Konsistenz. Aber das geht nicht, die Dichte ist zu niedrig, wir brauchen etwas anderes, ja. Und die Daten sind noch nicht da. Können Sie kurz was zu der Beschaffenheit des Staubs auf der Oberfläche sagen? Ich bin nicht sicher, ich verstehe Ihre Frage. Also woraus besteht der Staub auf der Oberfläche? Oh, okay. Hauptsächlich sind Kohlenstoffmoleküle. Ja? Also deswegen ist es schwarz. Ja? Es gibt sicherlich auch komplexe Moleküle, die wurden auch gemessen. Noch nicht zum Beispiel Aminosäure, aber komplexe Kohlenstoffmoleküle und die genaue chemische Bezeichnung kenne ich nicht, aber hauptsächlich dieser Staub ist Kohlenstoff. Dr. Beck dahinter, noch eine Frage? Ja, meine Frage ist, was passiert mit der Rosetta nach der Mission oder kann man das berechnen? Was passiert mit Rosetta? Also, wir haben jetzt entschieden, Rosetta langsam runter zur Oberfläche zu lassen, und am Ende wird Rosetta die Oberfläche berühren und da bleiben. Mit dem Kometen für immer, nicht für immer, weil der Komet irgendwann endet auf die Sonne oder auf den Jupiter. Rosetta wird den Kometen begleiten. Wenn wir das nicht getan hätten, also diese langsame spiralförmige Bahn, und da Rosetta da gelassen in der Nähe des Kometen, wäre diese Schwerkraft genug gewesen, langsam auch Rosetta anzuziehen, und am Ende würde Rosetta auf dem Kometen so sterben sowieso. Weiterleben. Ich schaue mal in den Rang, das ist nämlich besonders schwierig von hier zu erkennen. Wenn es da oben Fragen gibt, bitte ruhig auch verbal mitteilen. Hier unten gibt es noch ganz viele. Hm? Da oben nochmal. Machen wir hier unten rein. Durch die Gasexplosion gibt es doch sicherlich auch einen Drehmoment. Ist das messbar? Also ist das, hat es eine große Auswirkung auf die Rotationsgeschwindigkeit? Ja. Ja, also Drehmoment, ja, also auf die Umlaufbahn des Kometen nicht, aber die Rotation hat sich stark geändert, und die ändert sich immer noch. Also von den anfänglichen Messungen von 12,4 Stunden sind wir runter zu 12,5 gegangen, und jetzt steigt es wieder. Ja, das ist komisch, aber ja, das ist diese Explosionen und diese Torques. Ja, halt. So, das ändert sich ständig, langsam, aber ständig. Danke. Vielleicht die Dame hier vorne, in der Reihe 7, in der Mitte. Achso, bitte. Ja, ich frage mich, wie lange etwas von dem Kometen überhaupt übrig bleibt. Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, irgendwann stürzt in die Sonne oder auf Jupiter. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn permanent irgendwas abexplodiert und abstaubt, wie lange kann der eigentlich leben? So, es ist so eigentlich, viele Kometen wurden beobachtet, die auf die Sonne sterben. Ja?
eine auch auf den Jupiter. Also wir wissen, dass Jupiter viele Kometen saugt. Ja, es wäre die Müllabfuhr des Sonnensystems. Ja. Wir vermuten mehrere Kometen wegen dieser ständigen Schweifformation. Die verlieren ihr Wasser, verlieren Staub und am Ende trocknen die ab. Wenn die abtrocknen, sehen wir die nicht mehr. Ja, das sind dunkle Steine im Universum, sehr klein, die sehen wir nicht. Oder vielleicht sehen wir die und wir denken, die sind Asteroiden. Die Kometen trocknen ab, das ist klar. Und die meisten sterben, also diese Kometenfamilie, die zum Jupiter gehört, sterben auf dem Jupiter oder auf die Sonne. So, es gibt ganz viele Meldungen auch dort oben. Nehmen wir die Dame mit dem... Genau. Hallo, vielen Dank. Können Sie etwas über das Budget sagen, dieser ganzen Mission über die letzten Jahre und auch das Zukunft? Ja, okay. Die ganze Mission kostet, also von Entwicklung, Start, Operationen, Wissenschaft und so weiter, 1,4 Milliarden Euro. Das klingt viel, ja. Aber ich kann zwei Sachen sagen. Zuerst sind 1,4 Milliarden Euro geteilt durch 20 Länder, sind heute 22, aber was 22, die das bezahlt haben, und 20 Jahre. Also pro Land ist nicht so viel. Und dann kann ich mich erlauben zu vergleichen, 1,4 Milliarden Euro ist genau, was das neue Gebäude der EZB gekostet hat. Ich glaube, wir können uns direkt nach oben arbeiten. Da hinten gibt es noch einige Meldungen. Ich hätte mal die Frage, was für Vor- und Nachteile hätte es gehabt, wenn man Radionuklidbatterien verwendet hätte? Oh, viele Vorteile, muss ich sagen. Zum Beispiel diese Geschichte mit den Solarzellen, mit der Hibernation, kein Thema. Die Reise, auch wenn die Reise genauso lang gewesen wäre, wäre die Mission viel robuster gewesen. Also wir haben Glück gehabt, es hat alles gut funktioniert, aber eine interplanetare Mission mit Solarzellen heißt, man muss wirklich alles tun, um die Sonne immer auf diese Zellen zu haben. Und das hat natürlich viele Implikationen auf das Operations-Konzept und Kontrollzentrum, Bodenstationen und Onboard-Software. Alles ist komplizierter, wenn man keine Radionukliden an Bord hat. So, das ist die Sicht des Operatoren. Ja. Das Problem ist, Europa hat diese Technologie nicht. Aus vielleicht politischen Gründen, militärischen Gründen, weiß ich nicht. Es ist sehr sensible Technologie, es ist im Militärbereich und das haben die Amerikaner, das haben die Russen. Weiß nicht, ob die Chinesen das haben, aber sicherlich Amerikaner und Russen. Und wir haben das nicht. Als die Mission konzipiert wurde, niemand hat irgendeinen Gedanken gehabt. Man musste diese Mission mit Solarzellen fliegen. Heute erwähnen einige Nationen, zum Beispiel die UK, also Großbritannien, diese Technologie zu entwickeln. Aber ja, das ist eine Frage der Technologie. Es ist auch eine politische Frage. Ein technisches Nachteil gibt es, alle Operationen am Boden, wenn der Satellit immer noch am Boden ist, bei der Integration oder Teste bei dem Start, sind viel, viel komplizierter. Also man muss Sicherheitsmaßnahmen haben, die bei normalen Satelliten nicht da sind. Also es hätte auch viel, viel mehr gekostet in dem Sinne. Ja. Frage dort oben, vorletzte Reihe in der Mitte. Wie viele Leute arbeiten denn an diesem Projekt oder dieser Mission? So, über die Jahre natürlich sind Tausende von Leuten. Heute vielleicht in den ganzen Universitäten in Europa, in den USA, also alle Leute, die mit der wissenschaftlichen Arbeit zu tun haben, sind ungefähr vielleicht 200 Wissenschaftler plus Studenten. Ja?
das ist auf der wissenschaftlichen Seite. Bei den Operationen sind viel weniger. Im Moment in ESOC sind ungefähr 20 Leute, die vollzeitig an die Operationen arbeiten. Es sind mehr, aber nicht alle vollzeitig. Wenn man die ganze Zeit zusammensetzt, sind ungefähr 20 Full-Time Equivalent, heißt das auf Englisch. Und im wissenschaftlichen Kontrollzentrum sind noch 30, vielleicht in Köln, wo viele betreut werden, sind vielleicht noch 10, 20 Leute. Also ungefähr, sagen wir, 300 insgesamt heute. So, jetzt sehe ich keine akuten Wortmeldungen mehr. Wir haben noch die 2 Stunden. Oder habe ich jemanden vergessen? Nochmal den jungen Herrn. Also, meine Frage ist, warum sieht man von der Erde nicht den Kometenkern? Weil der so klein ist und so dunkel ist, das kann man mit Teleskopen nicht sehen. Und wenn sich der Schweif sich bildet, sieht man nur den Schweif. Der ist groß, hell und da hinten oder in der Mitte ist dieser Kern, der ist klein und dunkel, sieht man nicht. So. Ich denke, das ist ein guter Moment, um Herrn Ferry nochmal herzlich zu danken. Bevor wir applaudieren, haben wir ein kleines Geschenk, wie immer. Ich entlasse noch 2 Dinge. Zunächst möchte ich dem MITP-Team danken, die natürlich auch bei der Vorbereitung und bei der Durchführung dieser Veranstaltung helfen, insbesondere am Ende auch noch die Mikrofone tragen. Euch wie immer herzlichen Dank. Und ich möchte hinweisen auf die nächste Veranstaltung. Das wird sein am 12. September, ist auch ein Samstag. Das ist im Rahmen des Wissenschaftsmarkts, der hier auf dem Domplatz stattfindet, abends um 18 Uhr bereits und diesmal im Großen Haus. Und es wird reden Professor Raffelt vom Max-Planck-Institut in München, der vortragen wird über das Universum im Licht der Neutrinos, insbesondere auch die spannende Physik von Supernovae-Explosionen, den größten Explosionen, die wir im Universum kennen. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu, Sie kommen auch beim nächsten Mal wieder. Haben Sie einen schönen Abend, auch einen herzlichen Dank. Für's.